So, moin zusammen, einen schönen guten Abend wünsche ich. Wie ihr seht, seht ihr wieder nichts. Gucken, ob das Spiel noch von alleine auf den, in den Stream findet oder muss ich wieder Hand anlegen? Hallo? Ah, da war's doch. Ja, schönen guten Abend. Moin Anarchy, moin Dämon, moin Denryu. Und es gibt 127 von diesen Dingern. Ach du Heiliger. Und was heißt hier I? Ich hab doch was an, oder? Ich hab gerade Jägermeister. Nicht mal ein Flying Hirsch? Weil Jägermeister pur finde ich halt auch gar nicht mal so geil. Der ist halt super, um irgendwie dicht zu werden, aber schmeckt halt einfach nicht so knülle. 127 Geräude heißen die Dinger, okay. Ja, mal gucken, wie viele man davon findet. Aber ich denke mal, dass es in der ursprünglichen GameCube-Version nicht 127 Stück gab, oder? Schätze ich mal. Hätte auch Energy Drink machen können. Hättest du zumindest Tattoo haben können, dann hätte es wahrscheinlich nicht ganz so schlecht geschmeckt. Aber warum trinkst du Jägermeister und das an einem Montag? Gibt's was zu feiern oder warst du einfach nur verzweifelt? Ich weiß auch gar nicht, welchen Tag wir tatsächlich haben. Wir müssten noch. Muss mal gerade schauen. Kann ich heute eigentlich was machen? Der hat heute den aktuellen Tag. Also der hat heute Montag. Das heißt, wir können theoretisch Sachen verkaufen, wenn wir was haben. Ich glaube nicht. Ich bin krank, aber das solltest du doch wissen. Wollte ich? Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal jetzt gerade nochmal gucken, wurde das eventuell gestern erwähnt? Wenn ja, dann habe ich es nämlich wieder erfolgreich mir nicht merken können. Geldbaum identifizieren, bla bla bla. Also ich kann jetzt nicht sehen, dass erwähnt wurde, dass du krank bist. Und falls doch, dann tut es mir leid, dass ich wieder ich bin. Ich bin krank. Okay, lassen wir das. Ich bin halt nicht langsam, ich bin einfach vergesslich, das ist alles. Ich kann es leider nicht ändern. Wenn mir Dinge gesagt wurden, dann kann es sehr gut sein, dass ich sie einfach vergesse. So leid es mir tut. Ich mache es nicht mit Absicht, aber es passiert halt einfach. So leid es mir tut, wie gesagt. Ja, und trinken klingt gut, dafür bräuchte ich eine Flasche. Nehmen wir die. Prost, Dämon, und gute Besserung. Vielleicht wahrscheinlich nochmal, Björn. Tut mir leid. Also ja. Ich bin mal davon ausgegangen, wenn man mich so lange kennt, dann sollte man es zumindest wissen. Oder zumindest damit rechnen, dass ich Dinge leider vergesse. Ich weiß, es ist keine gute Eigenschaft, aber es... Ich kann in meinem Gehirn nicht von jetzt auf gleich sagen, dass ich einfach Dinge merken soll. Ich wäre schön, ich würde es mir wünschen. Es geht mir tierisch auf den Sack, aber es passiert halt einfach nicht. Was ist jetzt der Plan für heute? Ich würde sagen, ich laufe nochmal kurz über die Insel, gucke, ob ich irgendwelche Löcher finde. Schaue, ob ich noch ein paar Giroids ausbuddeln kann. Und ansonsten würde ich danach, wenn ich noch ein bisschen was verkauft habe, je nachdem, was ich finde, wahrscheinlich einfach nochmal auf einen Sonntag springen, gucken, dass ich mir noch ein paar Rüben aneignen kann. So. Und Broadman, danke für den Raid. Schönen guten Abend zusammen. Geht es euch gut? Schön, dass ihr reinschaut. Übrigens, ich habe gerade eben deine Nachricht gesehen, die du mir geflüstert hast. Ich kann es mir auf jeden Fall ja mal anschauen. Ich finde es nur halt, weiß ich nicht, ungewöhnlich. Wenn man Discord-Links kriegt, dann habe ich immer das Gefühl, dass irgendwelche Hintergedanken mit dabei sind. Aber ich kann auf jeden Fall mal reinschauen. Aber wie geht's euch?
Hattet ihr einen angenehmen Montag? Und falls Broadman noch nicht erklärt hat, was wir gerade tun, ich versuche halt, so gut es geht, GameCube-Spiele durchzuspielen. Und zwar alle. Also englische, deutsche und japanische. Und das funktioniert im Japanischen so gut, dass ich mir dieses Animal Crossing hier auf Englisch patchen musste, weil ich mit Japanisch nicht klargekommen bin. Kann also eigentlich nur gut gehen. Jo, Sketchy, und ich will nur dein Geld. Siehste, wenigstens bist du offen, was das angeht. Dann kann ich wenigstens auf den Discord-Server kommen und beschwere mich danach nicht, weil ich ja wusste, ja, worauf ich mich eingelassen habe. Hättest du mal das vorher gesagt, hätte ich gar nicht nachfragen müssen. Aber ja, ich kann mal beitreten und dann können wir uns mal im Discord über Dinge unterhalten, wie zum Beispiel GameCube-Spiele. Es sind erstaunlich wenig Löcher hier, muss ich gestehen. Oder ich bin einfach zu blitzig zu sehen. Hi, GameCube, freut mich. Freu dich auf Barton Calters. Barton Calters habe ich tatsächlich schon einmal gespielt, aber nur das Normale und nicht Origins. Und das Normale fand ich tatsächlich ziemlich cool. Also das habe ich sehr genossen. Und tatsächlich freue ich mich sehr darauf. Ich mag nämlich persönlich so Deckbuilding-Games. Wie halt Barton Calters. Oder beispielsweise, falls du es für den GameCube gespielt hast, was ich habe, wie hieß es? Lost Kingdoms, glaube ich. 1 und 2. Und Lost Kingdoms 2 habe ich gespielt. Den ersten Teil, glaube ich, nicht. Aber das ist ja so ein... Ich will nicht sagen, so ein ähnliches Prinzip wie Barton Calters, aber es hat ja zumindest auch Karten. Das haben die Spiele gemeinsam. Und sie sind beide auf dem GameCube. Freue ich mich also sehr drauf. Und ja, schönen guten Abend. Mario Fahren Best Offs. Ein wunderbar leicht zu merkender Name, weil Mario drin vorkommt. Das Bild sieht im Stream ein wenig komisch aus. Das Bild sieht im Stream ein wenig... Jetzt, wo du es sagst, ja. Tatsächlich. Was tut es denn für Dinge? Also irgendwie ein bisschen abgeschnitten. Moment. Was passiert denn, wenn ich das einmal so mache und dann nochmal so? Warum habe ich denn... Oh, aha. Okay, ich hatte irgendwie das Spiel zweimal da. Sorry. Das war nicht der Plan. Und erneut Animal Crossing. Ja, genau. Heute noch einmal. Und danke für den Follow, Mario Fan Best Offs. Ich nenne dich in Zukunft einfach Mario. Das ist irgendwie einfacher zu sagen. Reden ist ja generell nicht meine Stärke. Da versuche ich es mir so einfach wie möglich zu machen. Aber willkommen. Dankeschön. Und ja, hallo Mercury. Schönen guten Abend. Und in der Tat wieder Animal Crossing. Du wirst dich bestimmt sehr darüber freuen, was du eventuell nachher in unserem Haus siehst. Ich habe nämlich was... Also ich will nicht sagen, ich habe was rausgefunden. Aber ich habe was rausgefunden. Und zwar kann man... Also man kann sein Haus ja dekorieren. Das ist ja soweit eigentlich bekannt und klar. Aber es gibt eine sehr interessante Art und Weise, sein Eigenheim zu gestalten. Und das beinhaltet... wackelnde Steinmenschen, die komische Geräusche machen. Das ist ganz großes Kino. Und ich bin gerade auf der Suche, ob ich vielleicht noch ein paar finde. Zeit für noch einen Geldbaum. So, Büri. Genau, und die lustigen Dinger, die man in diesen Löchern findet, kann man sich halt in seine Bude setzen und die machen dann... Die machen dann Dinge, die man nicht hören will, wenn man um 3 Uhr morgens irgendwie in ein verlassenes Haus kommt. Mitten im Wald. Die Dinger will man da drin nicht finden. Aber abseits davon finde ich sie auf seltsame Art und Weise entspannt, muss ich sagen. So, ich glaube, ich bin aber einmal fast rumgelaufen, glaube ich. Und ich habe halt... Normalerweise gibt es hier halt irgendwie so... hier sind noch 2, okay. Und Ziel ist auch schwierig. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch irgendwie immer so mindestens, keine Ahnung, 5, 6 Löcher oder so. Ich habe halt jetzt auf der, keine Ahnung, 90% der Insel 2 gefunden. Ah, da ist einer. Die Reut. Ah, Mini-Lamen. Wunderschöner Name.
Genau das macht man nämlich auch, wenn man diese Dinger irgendwie nachts sieht, wenn man halt in ein verlassenes Haus kommt. Eine natürliche Reaktion. So dass, wenn man ein Geld auch mehr rauskommt. Zumindest gibt es anscheinend einen Geldbaum, so wie es aussieht. Weil, wenn ich die Geldbeutel einpflanze, kommt am Ende irgendwie dann, also kommt ja so ein Setzling, der dann anscheinend zu wachsen scheint. Aber ich bin bis jetzt noch nicht lang genug durch die Zeit gereist, um rauszufinden, ob da wirklich was Vernünftiges bei rauskommt. Warum nicht auf Deutsch? Weil darum, genau. nicht auf Deutsch, weil das Spiel eigentlich ein Japan-exklusiver Titel ist und dementsprechend eigentlich nur japanisch ist. Und da ich mit Japanisch nicht klargekommen bin, hat man geguckt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, es so zu spielen. Und Nanaki, also Nanakiller hier im Chat, hat ein Patch gefunden und der Patch ist halt Englisch. Deswegen Englisch. Und zum Glück nicht Japanisch. Weil Japanisch wäre tatsächlich nochmal eine Herausforderung. Ursprünglich habe ich Japanisch nämlich versucht zu spielen mit, es gibt ja diese Übersetzer-App von Google, den Google-Übersetzer, wenn du quasi mit deinem Handy irgendeinen Text abfilmt, sagt dir dein Handy dann, was da steht, also übersetzt es quasi on the fly. Hat so lala funktioniert. Also er hat übersetzt und es waren auch deutsche Sätze, aber zusammenhangslos und ohne wirklichen Kontext. War also relativ schwierig dann zu verstehen, was das Spiel von mir wollte. Aber es war auf das erste Mal schon interessant, würde ich sagen. Und ja, genau, das ist meine wunderschöne Dinge-Sammlung. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Und den hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Oder? Das ist quasi der hier drüben, nur schneller. Das ist halt eine ganz seltsame Art und Weise von ASMR, habe ich das Gefühl. Das ist einfach so. Ich mag den creepy Look von den Dingern. Sie machen seltsame Geräusche und es klingt nicht zwingend schlecht. Es klingt ein bisschen unkoordiniert, aber alles irgendwie in einem seltsamen Rhythmus. Das ist ganz, ganz strange. Ich meine, im Gamecube-Titel von Animal Crossing gab es auch NES-Titel zu spielen, aber ich glaube nur im NSTCU. Ja, stimmt. Da gab es, glaube ich, sowas. Es gibt irgendwie im Museum eventuell, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es, nee, stimmt nicht im Museum. Man konnte sich die Spiele, glaube ich, irgendwo kaufen oder verdienen. Und die konnte man dann sich in seine Bude stellen und wenn man sie angeklickt hat oder mit ihnen reden, also reden wollte, hatte man, glaube ich, eine Möglichkeit, mit ihnen zu spielen. Stimmt, das habe ich total vergessen. Es ist halt die Frage, ob es das auch in dem Teil gibt oder nicht. Müssen wir fast mal nachgucken. Oder einen schönen guten Abend, Felix. Ich grüße dir. Geht es dir gut? War hier nicht mal das... hier war doch mal ein Köcher. Es gibt keinen Köcher mehr. Es gibt eine Schaufel und eine Angel, aber die habe ich beide schon. Schade. Was zum Geier ist das denn? Wäre interessant, wenn das Ding dann irgendwie um ein Haus rumfliegt. Oder über die Insel. Wäre interessant, wenn das so ein... Ich meine, man kennt es ja, diese Satelliten, die in der Umlaufbahn durch die Gegend fliegen, die alle, keine Ahnung, Kakerlaken weglasern können mit einer Präzision, wie man sie sonst nur von... Dingen kennt, die sehr präzise sind. Keine Ahnung. Na, ich habe die Musik auf YouTube für die Arbeit gefunden. Study Music for Exams. All 36 including Bruce Doyle Animal Crossing. Warte, was? Da gibt es echt eine YouTube-Sammlung? Kann ich fast nicht glauben. Wobei ich tatsächlich nur mild überrascht bin, glaube ich. Okay, aber ich speichere jetzt nochmal und springe nochmal zu einem Sonntag und gucke, ob ich ein paar... Nicht Tulpen, Rüben waren es, glaube ich, ne? Rüben abgreifen kann. Und müde bist du. Ein Glück, dass wir heute Abend nichts Großaktives spielen. Das heißt, du kannst dich elegant, auch von mir aus nicht elegant, ist mir eigentlich egal, zurücklehnen und den Abend genießen. Während ich dir mit meiner lieblichen Stimme die Ohren voll sülze und du deine Augen an Animal Crossing weiden kannst. Mit irgendwas muss man ja arbeiten.
Gut. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt gespeichert, ich mache das Spiel aus, ich springe mit dem Emulator von Tag zu Tag. Und nein, es ist nicht Cheaten. Das ist eine vom Spiel gegebene Möglichkeit, die ich einfach nur ausnutze, damit wir mit dem Spiel auch mal durchkommen. Denn Ziel ist es, für die, die es nicht wissen, unser Haus abzubezahlen. Und das dauert anscheinend relativ lange. Ich bin nämlich momentan bei einem Hausteil, der wie viel kostet? Ich glaube 265.000 insgesamt. Und es wird wahrscheinlich auch nicht weniger. Nö. Wir wollen zum 26. Nee, wollen wir nicht. Doch, wollen wir. 26. Gutes Zeug. So. Und peng. Spiel. Start? Fragezeichen. Nintendo. Mhm. Spiel? Hallo? Spiel? Hallo? Ah, da. Das GIF ist super, ne? Passt aber auch perfekt. So, wo ist das Spiel? Confused Travolta ist halt Klassiker. Internet-Klassiker. Cheater? Was heißt hier Cheater? Ich habe mich gerade aus dem Cheater-Sein rausgeredet. Und ich habe mir sogar Mühe dabei gegeben, okay? Cheater, das ist auch mein Ziel. Ich habe Haus abbezahlt, aber wenn ich das Spiel starte, das nächste. Moment, redest du jetzt, du redest von deinem Haus. Das heißt, du möchtest anfangen, in Immobilien zu investieren. Verstehe ich das richtig? Cheater ruhig bei dem Spiel. Ich finde schön, dass mir das nicht alle übel nehmen, sondern nur ein paar. Schon Motherload ausprobiert? Klingt wie ein Porno. Nein, tatsächlich noch nicht. Was ist Motherload? Klingt nach Sims? Auch. Bei Sims kommst du so schnell an Geld. Ah, es ist tatsächlich Sims. Ich darf es dir übernehmen, immerhin habe ich es dir vorgeschlagen. Ja, eigentlich darfst du es mir gar nicht überleben. Du musst eigentlich voll auf meiner Seite sein. Du hast mich schließlich dazu angestiftet. Post für mich, Post für mich. Ich habe Post bekommen, da freue ich mich. Wunderbare Cold Mirror Reference. So, wir schnappen uns mal gerade ein paar Ressourcen. Ach, Ressourcen sage ich schon. Geschenke. Die können wir nämlich auch. Ich meine, die könnten wir natürlich guten Gewissens an das Museum spenden. Wir könnten den Spaß aber auch einfach verkaufen und uns dumm und dämlich verdienen. Und ich finde, der zweite Teil gefällt mir viel besser. Weil Geld ist geil. Wie Geiz ist geil. Weiß man ja. Mammutskull, Trilobite, Plesionek. Der ist tatsächlich auch neu, den hatte ich noch nicht. So, die Briefe lesen wir einmal. Und genau, normalerweise sieht das Spiel halt so aus, ne? Also das ist halt relativ schwierig zu lesen für mich, der halt kein Japanisch kann. Also die Zeichen kann ich, müsste ich zum größten Teil noch entziffern können. Aber ich weiß halt nicht, was sie bedeuten. Also, schwierig. Deswegen müssen wir leider die ganzen Briefe entsorgen. Ist halt auch schon ein bisschen asozial, wenn man sich das mal in so einer echten Lebenssituation vorstellt. Du bist in eine neue Stadt gezogen, sprichst die Sprache nicht. Läufst oder kriegst von den Mitbewohnern immer wieder Briefe, die sich, keine Ahnung, freuen dich zu sehen. Und du Lappen bist dann einfach da und nix freundlich, weil du kein Wort verstehst. Sie schicken dir Briefe, wo Geschenke bei sind. Du freust dich über die Geschenke und schmeißt die Briefe einfach weg. Es ist halt schon, keine Ahnung, fragwürdig, denke ich mal ein bisschen, ne? Wie ist der Rekord bei Speedruns? Das ist eine gute Frage. Nanaki hatte mal nachgeguckt, wie der Speedrunning-Rekord ist. Ich glaube, er lag bei, lass mich nicht lügen, irgendwas 39 Minuten, 40 Minuten, glaube ich. Das könnte ungefähr hinkommen. Aber da musst du, glaube ich, noch mal Nanaki fragen, falls er es noch im Kopf hat. Ich bin Dr. Who-Fan, für mich sind Zeitreisen normal. Ich sollte jetzt natürlich nicht erwähnen, dass ich eventuell nicht zurück in den Zukunft geguckt habe, ansonsten will mich wieder meine halbe Freundschaft, meinen Freundeskreis wahrscheinlich köpfen. Und eventuell noch andere Leute, die mich nicht kennen. Aber gut, dass das hier unter uns erwähnt ist und hier keine von meinen Freunden dabei ist, ne? Das wäre äußerst peinlich. Noch ein Fossil. So viele Fossile, ich will noch ein Geroid. Bin meine Arbeit direkt ins Bett gegangen, noch was essen und dann Augen zu.
Das klingt eigentlich nach einem guten Plan. Ich war tatsächlich eben auch noch relativ müde. Das habe ich aber abends, bevor ich streame, immer wieder häufiger, dass ich einfach, wenn ich nach Hause komme, so müde bin, dass ich mich irgendwie nochmal kurz hinlegen will, auch wenn ich eventuell noch nicht gestreamt habe oder kurz bevor ich streame. Und dann habe ich immer so das Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich auch liegen bleiben und einfach schlafen. Weil schlafen ist halt schon geil, gerade wenn man müde ist. Auf der anderen Seite will ich halt auch mit der Challenge weiterkommen. Ich habe ja quasi gerade erst angefangen. Ich kann sie ja nicht jetzt schon in den Sand setzen. Also, könnte schon, aber nö. 46 Minuten 56, ist aber ohne Zeitreisen, aber mit Glitches. Okay. Ja gut, Glitches hier, also Glitches gehen ja gar nicht. Wir wollen es ja nicht das Spielerlebnis kaputt machen, aber Zeitreisen sind absolut legitim. Esse gerade auch noch was, dann ab ins Bett, bin so durch. Irgendwie sind heute aber alle durch. Liegt das am Wetter? Könnte es am Wetter liegen? Eventuell liegt es am Wetter. Oder liegt einfach daran, dass Montag ist. Das kann natürlich... Verzeihung. Das kann natürlich auch sein. Nochmal eine Frage an die Kenner. Es wurde ja erwähnt, dass man sich rein theoretisch mit den Bewohnern anfreunden kann. Muss man dafür einfach sehr häufig mit denen reden oder gibt es bestimmte Dinge, die man erledigen muss? Weil dann würde ich dem ganzen Gameplay noch ein bisschen mehr hinzufügen, als einfach nur einen Tag nach dem anderen über die Insel rennen, nach Löchern suchen und irgendwann anfangen mit Rüben zu dealen. Bei Bibi und bei mir liegt es am Rammstein, will ich mal. Okay, das ist. Ja, stimmt, genau. Ihr wart ja an dem Wochenendkonzert, richtig. Heute Morgen erst um 1:30 nach Hause gekommen, musste um 5:30 wieder rausstehen und so kaputt. Oh Gott, ja. Okay, das ist natürlich ein guter Grund, müde zu sein. Ihr seid entschuldigt. Habt ihr wieder ein Glück, dass ich heute gnädig bin, ne? Meine Güte. Mir fällt gerade ein, habe ich eigentlich die richtige. Was sagt die Zeit? 12:36 Uhr. Ich kann gar nicht den Rübentypen finden. Der ist nämlich nur bis 12.30 Uhr da. Warum ist er schon wieder auf 12.30 Uhr gesprungen? Okay, ich gehe nochmal speichern, mache nochmal aus, starte nochmal neu. Und dann suchen wir den Rübentypen nochmal. Denn der Kollege ist immer nur da von, ich glaube es war 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Und kurz nach 12.30 Uhr ist halt relativ blöd, wenn man die Kollegen treffen möchte. Ich bin nicht K.O. heute, mein Weisheitszahn lenkt mich erfolgreich ab. Ah, weil er raus ist oder weil er dir noch ins Fleisch bohrt? Ich hatte mit meinen Weisheitszähnen tatsächlich Glück. Die sind zwar nicht so unbedingt gerade, aber wenigstens bringen sie mich nicht um. Ich glaube, zwei von meinen Brüdern haben die sich entfernen lassen müssen. Sogar alle drei, ich bin mir nicht ganz sicher. Reden, Geschenke machen, Briefe schreiben. Okay. Das klingt mir nach sozialer Interaktion und für soziale Interaktion spiele ich keine Videospiele. Ich dachte von 6 bis 12. Nee, ich meine, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, das hat auch Nanaki nachgeschaut. Und er meinte, glaube ich, von 10 bis 12:30. Oder 10 bis 12, irgendwie sowas um den Dreh. Nintendo! So, dann lass gerade nochmal meine, keine Ahnung, Dr. Strange-Kräfte rausholen. Weiß ich, konnte der nicht in der Zeit reisen? Nur durch Raum? Gab es einen Marvel-Helden, der explizit durch die Zeit reisen konnte? Das gab es doch auch, ne? Ich meine schon. Doch, das haben die doch irgendwo. Das haben die doch jetzt irgendwie in Endgame gemacht. Da sind die doch in der Zeit gereist. Wie haben die das denn nochmal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Zeitstein? Natürlich. Wer kennt ihn nicht, den Marvel-Held Zeitstein? Weil er reinbohrt, morgen früh um 8 Uhr ein Arzttermin. Oh. Bis 12 Uhr von Hustuhr an. Okay. Aber zumindest hat es mit 10 Uhr immer funktioniert, von daher ist 10 Uhr eine gute Zeit. Und 10 Uhr ist auch, also 10 Uhr morgens ist halt auch nicht so früh, dass man sagt, ich will noch unbedingt im Bett liegen bleiben. Es sei denn, man ist halt spät ins Bett. Und es ist halt auch so die Zeit, wo man sagt, ich könnte jetzt eigentlich auch so langsam aufstehen. Theoretisch. Quantenphysik und Zeitstein. Das macht natürlich alles Sinn. Oder die neue aus den Doctor Strange-Filmen. Ach nee, das waren die... Nur die verschiedenen Universen, oder? Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ich will es auch noch machen, aber da ging es halt, glaube ich, nur um mehrere Universen. Deswegen heißt es ja auch, Multiverse of Madness. Genau, das war's. Deine Unwissenheit macht mich manchmal fertig. Pah, sei mal froh, dass du nicht ich wärst. Dann wirst du ja gar nicht mehr glücklich werden. Aber ja, ich bin, was Marvel angeht, definitiv nicht auf dem neuesten Stand. Müde, ich kann nicht denken. Ich weiß jetzt nicht, wo das Beschweren herkommt. Ich meine, das geht mir gefühlt täglich so. Und trotzdem überlebe ich noch irgendwie.
Betonung liegt auf irgendwie. Oh. Ich glaube, ich muss mal gerade ein paar Briefe schreiben. Das machen wir natürlich wieder ganz kreativ. Hauptsache weg. Nein. Schreiben. Ah. Wir machen noch einen Brief mit Anschreiben. Das sind dann quasi Beschwerden. Und bei einem sagen wir dem Museum, wie sehr wir mit ihrem Dienst zufrieden sind. Und zwar indem wir Symbole, Emojis. Und dann machen wir da ein lachendes Smiley rein. Und gibt's ein Herzchen oder so? Gibt kein Herz, aber ein Stern. 5 Sterne für das Museum. Bin glücklich und 5 Sterne. Sehr schön. Passt so. Habt ihr sehr gut gemacht. Kann ich auch direkt die Fossile da hinzufügen. Die nachher zur Post bringen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Geldbeutel. Was ist mit meinem Geldbeutel? Soll ich Geld verschicken? Präsent. Präsent. Und noch ein Präsent. Okay. Neue Fossile für die Welt. Okay, passt so. Und euch lesen und rausschmeißen. Okay. Gut, dann Rübenmann. Wo ist er dann? Kann ich denken, America kann nur durch die Dimension reisen, nicht durch die Zeit. Ah, okay. Um Gerrit die Zeitreise im MCU zu erklären, bin ich zu müde. Ich glaube, das würde ich. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, dass ich das momentan noch aufnehmen könnte. Also ich meine, wenn man es mir nicht unbedingt erklärt, wäre ich auf jeden Fall frei, dass man es sich mal irgendwann zusammen anschaut, weil grundsätzlich finde ich die Marvel-Filme ja auch gut Unterhaltung. Ich habe halt einfach noch keine Lust für Netflix oder Ähnliches zu bezahlen oder Disney Plus, weil ich es halt einfach nie nutzen würde. Und ich weiß, es ist halt nicht viel, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Wir gucken uns das einfach irgendwann mal zusammen an, ganz einfach. Wie Freunde. Ich weiß, eklig. Bin zu müde, um darüber nachzudenken, dass ich eigentlich hätte Wäsche machen müssen. Ach, die Wäsche läuft dir sicherlich nicht weg. Die kannst du auch sicherlich morgen noch machen. Und den Tag da. Ah, hi. Hi, nicht weglaufen. Joan, hast du einen guten Preis für mich? Do you need me to explain how the travel works? No, I already knopf. Gut, gut. Mhm. 75 ist ein guter Preis. Ja, ich hätte gern erstmal 100. 7500, da kann ich mir ein paar Hunderter mitnehmen. Ohne, dass man gleich übertreiben muss. Ich hätte gerne mehr, ich hätte dann nochmal 100. Ich glaube, ich kaufe mir so... Jetzt bin ich schon bei 15.000. Ja, sagen wir mal... 400 Stück, dann habe ich ungefähr die Hälfte von dem, was ich momentan an Geld habe. Das ist, glaube ich, ganz guter Preis. Dann muss ich halt hoffen, dass in der nächsten Woche die Preise für die guten Dinger wieder entsprechend durch die Decke gehen. Weil für die, die es auch noch nicht mitbekommen haben, die letzten Male, als wir das gemacht haben, wurde mir gesagt, dass die Preise quasi von, oder wenn man sie verkaufen möchte, bis 500 gehen. Also irgendwie zwischen 100 und 500 sind gute Preise. Und ich hatte entweder irgendwas unter 100, oder ich hatte quasi Preise von 600 bis 632. Und das war gut. Animal Crossing New Leaf, meinen Bewohnern viele Briefe geschrieben. Ich habe momentan halt bei der Art und Weise, wie man hier Briefe schreibt, relativ wenig Motivation, Briefe zu schreiben, weil es halt einfach nervig ist. Wenn ich eine vernünftige Tastatur hätte, könnte man vielleicht nochmal darüber reden, aber so wie es momentan ist, pff. Großes Uff. Können wir heute wahrscheinlich eh nicht mehr allzu viel machen. Ich guck mal gerade, ob das Postgebäude offen hat. Ich lese Whisky. Ich denke rum. Und das wäre gut. Wo? Hier.
Hast du offen? Nice, okay, ich kann Sachen verschicken. E-Kontakte, siehst du, du verstehst mich. Na, und wenn sie wegläuft, dann weiß ich jetzt zu spät, um sie zu machen. Das, also wenn sie wegläuft, dann hast du sie wahrscheinlich auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht. Ich hoffe mal, dass es nicht dazu kommt. Fritzi habe ich zum Beispiel gemobbt, Walter habe ich immer zum Whisky trinken eingeladen. Ach, Whisky, jetzt, deswegen schreibt sie es. Aber es gibt ja wahrscheinlich nicht eine Möglichkeit, sich hier wirklich irgendwie, also in dem Spiel oder in dem New Leaf, Whisky zu gönnen, oder? Oder gibt es da Getränke, die Hochprozentiges quasi umschreiben? Aber Fritzi zu mobben ist halt auch hart. Bei dem Namen hatte er sicherlich auch keine leichte Schulzeit. Und dann einfach nochmal nach der Schule nachzutreten, ist halt auch so ein bisschen fragwürdig. Der arme Fritzi. Aber wo ich den Namen lese, der erinnert mich an diese Fritzchen-Witze, die es damals in der, keine Ahnung, Grundschulzeit, glaube ich, gab es die. Hattet ihr die eventuell bei euch auch? Ich muss jetzt natürlich überlegen, was zum Geier es da für Witze waren. Oh, es gab damals so viele. Und ich habe jetzt spontan keinen, der mir einfällt. Das ist natürlich auch ein bisschen tragisch. Ah, wenn ich jetzt auch nicht zu lange drüber nachdenke, fällt mir gerade leider nichts ein. Aber ich denke, wenn man danach googelt, dann kriegt man ein paar. Animal Crossing Rift gibt es eigentlich nur Kaffee. Kaffee ist ja eigentlich auch eine Droge. Und wenn man sich davon richtig viel reinballert, dann hat man sicherlich auch keinen schönen Tag danach. Also da bin ich mir schon recht sicher. Fritzi ist so eine blaue Maus wie ein Kind. Ist auch sein Haus. So ist auch sein Haus eingerichtet. Buntes Holzklotz-Set. Ah, warte mal. Den gibt's hier aber, glaube ich, auch, oder? Also ich habe hier auch ein... Wo war denn das nochmal? Bob? War das bei Bob oder bei... Irgendjemand hat hier nämlich auch so ein entsprechendes Holzhaus-Set. Ich muss auch nochmal gucken, wer das war. Ah. Kann ich wahrscheinlich, wenn gerade nicht Sonntag ist. Warum haben Privatpersonen sonntags geschlossen? Kann mir das jemand erklären? Ah ne, hier ist der Mörgerbeister. Giroid! Yes! Nice. Oh, stimmt. Felix hat die ja, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen, ne? Buried again. Wir sollten ja auch nie Fossilien verbuddeln, von daher ist es sicherlich gut, dass ich das gemacht habe. Ah, stimmt, Bossfights gibt es ja auch noch. Das hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Es gibt zu viel Kaffee, das halte ich für ein Gerücht. Das ist... Also ich kann mit Kaffee sowieso nichts anfangen, von daher sollte man das besser lassen. Und hier, Felis, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, aber mein wunderschönes Haus. Und lausche diesen wundervollen Klängen. Und einer mehr. Geht einem da nicht einfach das Herz auf? Wie so ein saftiges Steak? Ich finde es einfach so seltsam befriedigend. Genieß die Kakerlaken. Ja, Kakerlaken sind natürlich auch nochmal das... Sind... In dem Fall sind die Kakerlaken quasi die Kirsche auf dem Sahnehäubchen auf deinem Muffin. Muah. Wunderschön. Jetzt brauche ich nur noch TNT und dann jage ich alles in die Luft. Okay, Speichern. Save it all. Gut, dann guckt mal, wen habt ihr denn? Shao Kahn, dann guckt doch mal, ob er den fertig kriegt. Der hatte jetzt ja einige Zeit lang kein Training mehr, was die Bosskämpfe angeht, ne? Ist das mexikanische Kakerlaken? Ich hoffe nicht. Nachher holen wir noch irgendwie Machete und der schlachtet mich dann ab. Das will ich ja gar nicht. Aber wie kommst du auf mexikanisch? Weil sie zu den komischen Klängen in meinem Haus so abgegangen sind? Speichern. Dankeschön.
Und wir gehen quasi schlafen und sorgen dafür, dass jetzt Montag wird. Hast du gespeichert? Sollte es eigentlich, ja. So, wir haben jetzt den 27.06. Gucken wir mal, ob wir einen guten Preis kriegen. Michael Mittermeier, paranoid. Kannst du nicht? Also ich kenne Michael Mittermeier, aber ich kenne halt tatsächlich relativ wenige Sketche von ihm. Von daher kenne ich den spezifischen jetzt leider nicht. Müsste man sich dann vielleicht auch nochmal irgendwann angucken. Müsste und eigentlich und mal gucken. Das ist ja dann auch wieder so eine typische Aussage. Ja, man könnte mal gucken, aber eigentlich werde ich das in meinem Leben nicht machen. Aber jetzt nicht falsch verstehen, nicht weil ich nicht möchte, sondern weil ich genau weiß, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Es sei denn, du bist so nett und suchst mir den Sketch raus und kannst, ja, keine Ahnung, schickst ihn mal per WhatsApp oder so oder packst ihn in den Discord. Und dann gucke ich ihn mir an. Ansonsten habe ich es vergessen. Da kann ich für garantieren. Müssen wir mal zusammen gucken, der Auftritt ist lustig. Oder noch besser, wir gucken es einfach nochmal zusammen. Zusammen ist es sowieso immer lustiger. So, es ist Montagmorgen und es regnet, also wenn das mal nicht passend ist. Dich dropp ich mal gerade. Weil die Briefe kann ich einfach so mitnehmen. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal gucken, was mir der gute Tom für meine Rüben anbieten tut. Antuten biet. Ich habe die DVD zu Hause, die Kakerlaken kommen etwas vor. Also es ist ein wiederkehrender Witz, okay. Ja gut, dann wenn wir das nächste Mal... Können wir theoretisch damit verbinden, wenn wir den Schallplattenabend bei dir machen? Dann können wir das ja mal machen. How about now? Wie wäre es, wenn ich die nicht für 78 verkaufe? Ich mache zwar trotzdem Gewinn, aber nein. Trilobite, ich habe zwei. Ich möchte alle verkaufen und ich krieg dafür 2600. Das ist okay. Das ist fein. Und ich hatte es das letzte Mal ja auch schon mal erwähnt. Es wäre halt schon ziemlich knorke, wenn man genauso im echten Leben einfach auch Geld verdienen könnte. Man buddelt einfach in einer kleinen Stadt, da wo Löcher im Boden sind, Fossile aus, schickt die Mr. Post weg, kriegt am nächsten Tag ein Fossil und verkauft dann einfach ein Fossil für teilweise, keine Ahnung, 3000 oder 4500. Wäre halt schon gut. Ich finde das gut. Ach, der siebte, alles klar. Nice. Dann haben wir einen Deal. So einen Apfel kann ich auch verkaufen. Sind zwar nur 100, aber Kleinvieh macht ja bekanntlicherweise auch Mist. So, zwei haben wir noch. Mammut Torso, das war glaube ich ein 2500, ne? Genau. Und dann haben wir noch einen Mammutschädel. Der war 3000. Der Schädel war etwas mehr als der Körper. Genau. Gute Preise. Gute Besserung. Ja, ansonsten möchte ich nichts verkaufen, aber ich kann gerade nochmal gucken, ob der Kollege jetzt sein munteres Netz hier nochmal hat. Er hat das Netz hier. 5000 Bells. Ja, ich gönne mir das mal. Dann kann ich mal gucken, ob ich nicht vielleicht auch ein paar Käferchen fangen kann. Die kann man ja sicherlich auch verkaufen. Oh. Achi. Und ihr habt den Boss geschafft. Sehr gut. Gucken, ob jemand eine Medaille kriegt. Ah! Nanaki hat eine gekriegt. Fehl ist ausgegangen. Dendrio kriegt zusätzlich 100 Poké-Dollars. Und Dämon auch. Glückwunsch an Nanaki. Die hast du dir sicherlich sehr verdient. Du hast Zahlen gedrückt und eine Medaille bekommen. Ah, okay. Okay, alles klar. Heißt also, bye bye. Tja, was hat Zukunft nur für die Medaille? Vermutlich zu wenig. Und der nächste. Gucken, ob ihr einen schweren hinkriegt. Ich kann das mal gerade gucken. Ich habe nämlich hier schon ein paar gesehen. Genau, so funktioniert das. Hier waren nämlich schon mal ein paar von den Dingern an den Bäumen. Ich will mal gucken, wie viel die wert sind. Oder ob ich einen finde, wo ich mir denke, da lohnt es sich.
Weil es regnet gerade. Ich kann mir vorstellen, wenn es regnet, dass die nicht draußen rumlaufen. Oder fliegen oder kreuchen oder fleuchen. Und es gibt ein paar neue Sachen zu stibitzen. Finde ich auch schön. Einfach bei Lost and Found reingehen und einfach alles mitnehmen. Das ist ein Fossil, denke ich. Ja, du hast richtig gedacht. Und ich bin mal so frei und leise mir aus. Mhm. Und noch zwei Ankleidungsdinge. Ich könnte mich auch eigentlich nochmal umziehen. Das sieht doch gut aus. Oh, da, euer Lieblingsgegner, Glurak. Viel Spaß mit der Barriere. Vor allem machen gerade zwei Leute. Oh mein Gott, das wird uff, 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 uff. GL, HF, RIP. So, okay. Was habe ich denn für schöne Dinge gekriegt? Ich habe einen Nummer 1. Oh, perfekt. Das ist doch hier, ne? Jesus Christ. Windsockenshirt. Nein, ich bin das. Hier. Ich will definitiv das Meme-Mädchen sein. We are number one. Hey! Das ist auch so ein bisschen Highlander, ne? Es kann nur einen geben. Verzeihung, eine. Auf die Polizeistation gegeben, Klamotten geklaut, schnell umgezogen, rausgehen. Klar, dann macht das nicht. Geroiden gibt es eigentlich nur, wenn es am Vortag geregnet. Ach, echt? Okay. Interesting. Aber das ist natürlich gut, dann kann ich jetzt am Dienstag nämlich direkt mal gucken, ob ich noch ein paar, ob ich noch ein paar von den lustigen Dingern finde. Okay, ich hau mich nun wirklich ins Bett, bin saumüde, wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Ja, dann dir einen angenehmen Tag, eine schöne Nacht und eine angenehme Ruhe und hoffentlich mehr Schlaf als letzte Nacht. Dann kann man ja die nächsten Tage auch mal kurz drüber reden, wie denn Rammstein so war. Außer wahrscheinlich relativ warm. Moneys. Und dich packe ich mal dahin. So, okay. Zwei Shirts noch. Buddel. Und dich kann ich auch direkt wieder verbuddeln. Ich habe mir jetzt natürlich auch nicht gemerkt, wo zum Geier ich die ganzen Geldsäcke verbuddelt habe. Aber das werde ich ja sicherlich irgendwann sehen, wenn da halt irgendwann mal Geld aus dem Boden kommt. Hallo und tschüss, Felko. Oh, Felko. Wo? Ach, da oben. Butzi. Moin. Ja, grüzi. Wie schaut's aus bei dir? Alles gut. Geil, das war's. Das ist sehr gut. Laut, geil, kühl. Kühl? Haben sie keine Feuershow gemacht? Abgesehen von Feuer, das war wahr. Okay. Gut, 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 gut. Aber das ist doch schon mal etwas. Wenn es denn's gefallen hat, das ist auch das Wichtigste. Und Rammstein ist halt auch definitiv so eine Show, die man eigentlich fast mal gesehen haben muss. Auch wenn ich mich das letzte Mal, als ich die Chance hatte, geweigert hatte, weil ich mir dachte, Rammstein ist so. Oh. Ist aber auch ein paar Jährchen her. Möchte ich irgendwas? Unterhalte mich. Ja, also wenn ich eine Frucht verbuddel, wächst da ein Baum raus, das ist klar. Ich habe auch eine Schaufel, ja. Mhm. Gut, dass wir darüber geredet haben. Warst du die mit dem Blockhaus? Ich weiß gar nicht mehr. Nein. Eindeutig nicht. Lalalala. Kann ich nichts machen, außer mich zu heilen. Ich meine, solange wenigstens am Leben bleibt, ist das schon mal nicht schlecht. Das ist besser als zu sterben. So gesehen macht ihr eigentlich erstmal alles richtig. Aber ich glaube, da muss ich heute aber auch nicht wirklich nach irgendwelchen Gruben gucken. Wobei, Gruben nicht wirklich, aber Löchern. Am Fossil. Ah, gut. Gönne ich mir mal. Aber ich habe jetzt natürlich auch noch keine
keine Käfer gesehen. Ich gehe mal wirklich davon aus, die sind halt wirklich nur da, wenn man... Oh ja, Girold. Ah, Megapolt. Ich vermute mal, die Käfer sind wirklich nur da, wenn die Sonne scheint. Nicht zwingend aus dem Arsch, aber wenn sie scheint. Aber ein bisschen gucken kann man natürlich nochmal. Muscheln lasse ich einfach mal links liegen, weil da gibt es zwar welche, die ein bisschen was wert sind, aber es hat auch relativ viel Kleinkram bei. Korallen würde ich mitnehmen, die kann man für 250 verkaufen, das geht, aber alles andere ist so, nee. Brauche ich halt nicht. Hallo Kiki. Vielleicht sollte ich wegen dem schlechten Wetter nur drin sitzen und Spiele spielen. Ich finde, das ging nach einer wunderbaren Idee. Mhm. Lass uns unterhalten. Den Tools are anything else for that mental, you have to save. Okay, das kommt. Klar, ich muss natürlich Kohle sparen, wenn ich was kaufen möchte. Ah, es gibt viele Wege, Geld zu verdienen. Sei kreativ. Mach zum Beispiel das, was ich mache. Das ist das, was ich mache. Wenn ich Dinge habe, die ich nicht brauche, verkaufe ich sie. Ha. Ja gut, okay. Das ist natürlich an sich ein ganz interessanter Tipp, aber das ist jetzt leider auch nichts Neues. Allseits bekannte Fakten. Okay, und hier war ich natürlich schon. Oh, hier ist noch was. Es ist noch ein Giroid. Nice. Gutes Zeug. Also erscheinen sie anscheinend auch, wenn es gerade regnet. Aber vielleicht erscheinen einfach mehr, nachdem es geregnet hat. Oh, was noch was? Ah, nur ein Fossil. Kannst du wieder verbuddeln. Ja, okay. Ich kann mal gerade schauen. Ich guck mal, ob ich noch ein, zwei Löcher finde. Aber groß umgucken tue ich mich jetzt gerade, glaube ich, erstmal nicht mehr. Dann verkaufe ich ein paar Sachen bei Tom. Pack ein paar. Das klingt nach Niederlage. Das klingt leider nach Niederlage. Lass noch eins. Aber die restlichen Sachen verkaufe ich dann einfach. Pack die Giroids noch in mein Haus. Und du gut ist. Eigentlich perfekt gespielt. Aber leider hat der Boss wohl doch leider etwas zu viel Schaden gemacht. Die Frage wäre jetzt gewesen, wenn man noch ein, zwei Leute mehr gehabt hätte, die geheilt hätten. Hätte es was gebracht oder hätte er euch einfach gleichmäßig alle niedergemacht? Was hast du eigentlich zu erzählen? Ja. Mhm. Nacke. Aha, Port hier. Mhm. Ja. Danke. Das, ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Lebensweisheit, die kann man sich merken. Das Feuer, das nicht endet, das Schild ist halt OP. Ja, das Schild ist halt tatsächlich krass, dass er einfach so ein Schild drauf beschwört. Ohne den Schild wäre wahrscheinlich deutlich passabler zu besiegen, schätze ich mal. Oder man braucht einfach nur die richtige Strategie. Straktik wollte ich schon sagen. Strategie und Taktik. Eine Straktik. Show me what you hast. So, erstmal alte Kleider. Du kommst auch weg. Und dann habe ich noch zwei Korallen für dich. Vielen Dank, sehr gerne. Oh, und genau, in die Geschenke habe ich auch noch gar nicht reingepuckt. Ich deppert. Nein! Ich sollte meinen Finger einfach von B lassen, nur A drücken. Aber mit B kann man, glaube ich, den Text ein bisschen beschleunigen. Das ist so verlockend. Ja, bitte verkaufen. Dankeschön. So, und dann kann ich jetzt auch die Geschenke auspacken. Trinke Wasser, bleib hydriert. Jawohl, Dämon. Prost. Finde ich immer wieder schön, dass du auch an mich denkst. So, einmal öffnen. Zweimal öffnen. Dreimal öffnen. Ich würde gerne nochmal verkaufen. Und zwar Fossile.
4500 ist schon mal ein guter Anfang. Das habe ich allgemein nur mit den Fossilen fast so viel, wie ich eben für die ganzen Rüben verkauft oder gebraucht habe. Ohne Dämon würdest du verdursten, würde ich halt echt. Wenn Dämon nicht hier wäre, ich wäre nur noch eine Hülle meiner selbst. Aber wenigstens hat es sich einer wirklich zur ehrfürchtigen Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Gerrit trinkt. 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 Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für. Okay. Säuft. Säuft? Läuft. Habe ich Selfie gehört? Okay, dann packen wir jetzt die beiden G-Rides noch in meine Bude. Und ab geht's. Ab geht's zum nächsten Tag. Wir schlafen quasi. Und das, was hier kann ich... Kann ich theoretisch auch noch mitnehmen. Sendet Dämon dir eigentlich auch auf der Arbeit Nachricht, dass du trinken sollst? Leider nicht, nein. Ich habe auf der Nachricht leider nicht so eine schöne Möglichkeit, mit Firmenpunkten externen Leuten zu sagen, dass sie mir Dinge schicken sollen. Oder Befehle. Oder was auch immer. Was echt schade ist. Also es ist alles komplett Gaga. Nein. Das hier oben ist einfach nur... Das oben sind einfach nur meine G-Roids. Hier unten packe ich Sachen, die ich nicht brauche. Für die Lagerhalle. Hier kommt zum Beispiel das komische Buch hin. Das brauche ich gerade erstmal nicht. Und die Angel tue ich auch mal hin, weil Angeln tue ich tatsächlich auch nicht. Fürs Erste. Da kann man vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt gerade erstmal... Nein. Das ist korrekt. Man merkt immer, wenn Dämon fehlt. Das ist halt echt so. Keiner will, dass Gerrit schluckt. Ich sorge dafür, dass du was anderes trinkst. Habe heute 2 Liter Kamillentee getrunken. Kann man natürlich auch machen. Aber ich war tatsächlich nie so der Fan von Tee, muss ich gestehen. Aufstehen und dehnen. Ah! Muss das sein? Zorn wird auch für mich, weil du gerade 10 Mal trinken sollst. Nein. Der Countdown zählt gefälligst für alle. Nachher kriegt vor lauter Wasser trinken noch einen Wasserkopf. Ich weiß, da hättet ihr euren Spaß dran, ne? Aber ich dann nicht mehr so sehr. Vielleicht ein bisschen. Aber nicht mehr so sehr. Muss. Fairer Punkt. Ach, gut. Dabei war ich doch heute schon spazieren. Muss halt momentan tatsächlich noch ein bisschen wegen meiner Schulter gucken. Da kann ich mich nicht so sehr dehnen. Brauche noch einen Arzttermin, damit er sich das nochmal anguckt. Theoretisch ist es wieder ganz gut, aber es ist halt immer noch nicht perfekt. Und ich kann sie halt nicht zu sehr dehnen. Das ist ein bisschen blöd. Aber Beine gehen. Wenn ich Gleichgewicht halten kann. Nein, das funktioniert so nicht. Auch wenn es täuschend echt aussieht. Aber so funktioniert es leider nicht. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Ich habe ja nicht mal Schnaps im Haus. Ich habe ja gerade mal... Was habe ich eigentlich noch? Ich weiß nicht mal mehr, ob ich überhaupt noch rum habe, muss ich gestehen. Ich habe theoretisch noch ein paar Biere. Aber ist ja Montag, man kann ja nicht in der Woche trinken. Wodka im Kühlschrank. Scheiße, stimmt, ich habe immer noch den Wodka im Kühlschrank. Aber ich trinke keinen Wodka mehr, vor allem nicht pur. Fehlt doch das richtig gute Zeugbild. In der Tat, das fehlt noch. Das würde das Ganze perfekt machen. Aber ich glaube, so gut kann das der gute Denryo leider nicht nachstellen. Trink Blut bleibt Truth eingelöst. Ich hole gerade mein Messer, Moment. Gibt sicherlich auch eine gute Rezension, wenn man irgendwas auf Twitch opfert, um seine nordischen Götter zu huldigen. Live-Ziegenopferung auf Twitch für die richtig truen Götter. Ah ja, ich kann schon sehen, dass mein Kanal dann innerhalb von ein paar Sekunden einfach dicht ist.
Oder hat das schon mal jemand probiert? Ich glaube nicht, oder? Würde mich wundern. Aber sowas wäre natürlich auch nochmal geil, was man. Das könnte man natürlich spaßeshalber irgendwie verbinden. Ich habe ja sowieso schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, eventuell mal so einen IRL-Stream zu machen. Also nicht, dass man irgendwie, keine Ahnung, durch eine Stadt läuft, sondern so ein in der Wildnis irgendwie. Einfach durch die irgendwie wandern gehen oder so. Und dann vielleicht in Skandinavien. Die scheinen da ja auch wirklich in jeder Ecke gutes Netz zu haben. Dann mit einer entsprechenden Ausrüstung einfach wandern gehen und dann, keine Ahnung, so eine kleine Show abzuliefern, dass man halt, keine Ahnung, wirklich irgendwie sowas. Irgendwas opfert, bestellt natürlich. Ansonsten kriegt man wahrscheinlich Probleme. Und dann Übernachtungsstream mit eleganten Nordlichtern. Oder in der Schweiz. Oder in der Schweiz, ist sogar noch näher. Aber Skandinavien ist halt Truth. Und Schweiz ist einfach nur unabhängig. Ich meine, Schweiz hat natürlich auch so die ein oder anderen netten Leute. Aber wir reden ja hier von richtig Mädel. So richtig Mädel sein. Und richtig Mädel sein kannst du eigentlich nur in Norwegen. Alles andere geht zwar auch, aber ist halt Poser-Scheiße. Natürlich. Ich meine, es kann kein Land geben, das mehr Metal ist, als das, bei dem eine Band eine Kirche abgefackelt hat und für ein Albumcover ein anderes Bandmitglied umgebracht hat. Ich weiß, eventuell schockt es jetzt ein paar Leute, aber ja, es ist leider Gottes tatsächlich passiert. Mayhem. Richtig truer Black Metal. Ich höre kein Black Metal. Keine Sorge. Ich höre nur Death Metal. Ich bin ganz normal. Was passiert? Ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das war in den, keine Ahnung, 90ern oder so. Vielleicht weiß Nanaki das. Da gab es, oder die Bands gibt es halt immer noch. Ich meine, es war Mayhem. Und ganz am Anfang, ich glaube, zu ihrem zweiten Album oder sowas in der Richtung, glaube ich, hatte irgendjemand die Idee, dass, ich glaube, ein Bandmitglied hat sich, glaube ich, selber umgebracht, mit einer Schrotflinte und jemand hat das halt fotografiert und das Albumcover benutzt. Weil das ist halt Metal. Das ist richtig Truth. Das war der erste Zwischenfall, wo die Band halt, ein bisschen Aufsehen erregt hat, was man wahrscheinlich versteht. Danach gab es dann noch einige, ich glaube, das war einige Jahre später, wo dann der dann Leadsänger, schätze ich mal, von der Band, irgendeine Kirche in, ich glaube, Norwegen abgebrannt hat. Varg Viskans oder sowas heißt der Typ, glaube ich. Netter Geselle. Also ist ein Sonnenschein von Mensch. Wie ihr euch eventuell denken könnt. Also ja, jede Menge lustige Geschichten aus dem Paulanergarten. Lass mal gerade gucken, was sind meine Preise für Tulpen? Oh, Schmetterling! Lass uns Ungeziefer fangen. Yes! Ein normaler Schmetterling. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt irgendwas Rares gefangen. Rares für Wahres oder so ähnlich. Und da ist ein Loch. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie die Sachen, die man hat, mit so einer einzelnen Taste immer hin und her zu wechseln? So, ach, da kommt auch die Internetnachricht von Anaki. Sänger Dead beging Selbstmord. Mayhem-Musiker und Freunde setzten Kirchen in Brand. Gitarrist Euronymous wurde von einem Mitmusiker ermordet. Ach, das kam sogar auch noch, stimmt. Trotzdem konnte man sich eine Karriere aufbauen. Mit Lords of Chaos wurde sogar ein Film über die Ereignisse in den frühen 90ern gedreht. Genau, richtig, da gab es sogar einen Film drüber. Lords of Chaos. Das habe ich tatsächlich auch mal gesehen, dass es den Film gibt. Den Film selber habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es bei der Bären drunter und drüber ging, um es freundlich auszudrücken. Ich musste gerade noch den Hund bespaßen. Auf die Themen komme ich auch immer bei Animal Crossing. Klar, ich meine, wenn man so eine ruhige Umgebung hat, muss man sich ja anderweitig irgendwie wachrütteln. Erstmal die verkaufen. Ich bin gar nicht im Verkaufmodus. So, was sind die Tulpenpreise? Nicht Tulpen. 83? Nicht so knorke. Aber ja, das hat sicherlich auch, oder die Geschichten haben sicherlich auch geholfen, dass das Metal eine schlechte Reputation hat.
wo wahrscheinlich auch die ganzen teilweise anfälligen Texte von anderen Bands nicht wirklich helfen. Aber ja, das ist schon, ist halt harter Tobak. Endlich die zweite zwischen Vor- und Nachmittag. Ich meine, in den neuen Spielen anscheinend schon. In den alten habe ich es tatsächlich noch nicht probiert. Aber es sieht momentan nicht so aus, als ob ich eine Möglichkeit hätte, außer einfach das Spiel zu beenden. Und dann kann ich rein theoretisch auch direkt auf den nächsten Tag gehen. Und passieren. Das heißt, ich kann wieder Sachen verschicken. Habt ihr schon Pläne fürs Wochenende? So wie es aussieht, wobei, ich glaube, Moment, die Umfrage ist, glaube ich, durch. Lass mich mal gerade in meinen Discord gucken. Wo ist er? Ah, da. Neukeuten-Umfrage. 25.06. Ja, ich habe diesen Samstag den zweiten Horrorstream. Da haben sich genügend Leute für entschieden. Das heißt, ich werde dieses Mal, dieses Wochenende von am Samstag von 10 Uhr bis 10? 12. Ich kann kein Mathe. 10, 12. Bis 12? Bis 12. Bis 12? Bis 10. Von 10 bis 10. Macht natürlich Sinn. Horrorspiele spielen. Weißt schon, welche Spiele? Ich habe mir schon ein paar besorgt, tatsächlich. Ich habe auch noch ein altes Spiel, was mir Rena vorgeschlagen hat, nämlich The Witch's House. Und abseits davon, Moment, lass mal gerade schauen. Ich habe nämlich ein paar Spiele vorbereitet und eins davon ist auch so ein bisschen was Trashiges, da wollte ich euch ein bisschen mit überraschen. Aber die anderen, die ich mir besorgt hatte, sind genau, The Witch's House, das eine, dann Sins from God 2, was auch immer das ist, und irgendein Chapter 2, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr von was. Werden wir dann sehen. Aber es sind definitiv keine Spiele, die wieder mehrere Stunden gehen. Sie sollten alle verhältnismäßig schnell durch sein. Ich denke mal so pro Spiel maximal 2 Stunden. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn man zwischendurch noch relativ viel redet. Aber grundsätzlich sollten wir mehr Spiele reinkriegen als beim letzten Mal. Und da sind dann hoffentlich auch etwas interessantere bei. Das letzte Mal leider hatten wir echt Pech, was die Spiele angeht. War zwar gut gemeinte Vorschläge, aber irgendwie war es halt einfach bei allen nicht so das, was wir uns vorgestellt haben, habe ich das Gefühl. Libelle! Ah! Nein! Komm schon! Yes! Ein normaler Libelle. Common Dragonfly. Horror klingt immer gut, ne? Denke ich auch. Fliege in die Schweiz auf eine Sommerparty. Du fliegst in die Schweiz zu einer Sommerparty? Erzähl uns mehr, Denrio. Zum Glück war ich nicht wieder der Einzige, der abstimmt. Ja, diesmal haben zum Glück ein paar Leute mehr abgestimmt. Freut mich ja dann auch, dass es so ein bisschen Resonanz gibt. Da denkt man ja dann auch, dass man nicht komplett in die Luft reinfragt. ich hätte mir nicht mal Papier kaufen müssen. 100 noch was Dollars losgeworden. Ich werd arm. So, erstmal Post verschicken. Wenn du es nicht sagen willst, dann sende mir gerne die Namen, dann gucke ich schon mal, ob es gruselig ist. Ja, schick mir nochmal eine Erinnerung in Discord, dann schicke ich dir die, kann ich dir mal ein Game nachher zuschicken. Dann können wir gucken, ob die wirklich gruselig sind. Ich dümpel wieder zum nächsten Schützenfest, wenn ich bis dahin virenfrei bin. Der Strich war heute schon besser auf Test. Dann hoffe ich mal, dass es dir bald wieder besser geht, weil das Corona ist halt schon so eine Kacksache. Aber wir sind jetzt einfach mal optimistisch. Ich meine, du hast ja theoretisch noch ein paar Tage Zeit, dich auszukurieren. Da passt das sicherlich. So, wir machen wieder ganz normal. 3 Beschwerdebriefe. Ups. Damit das Museum genau weiß, wie unzufrieden wir sind. Und ganz am Ende kriegt es von uns noch ein glückliches... Ups. Ein glückliche 5-Sterne-Review. Weil ihr euren Job gut macht. Packen wir jetzt die Fossilen rein. Dann gehen wir direkt bei der Post ab und dann haben wir ein verhältnismäßig freies Inventar. Auch wenn gefühlt die Hälfte immer noch voll ist. Firma feiert, glaube ich, 10-jähriges. Nice. Schon auf Kosten der Firma das Buffet plündern? Den Schnaps, ja, nice. Dann schmeckt der Schnaps doch am besten. Vor allen Dingen in der Schweiz. Schweiz ist ja echt ein schönes Land, ne? Also lohnt sich das ja das dann fast zweimal.
Zum einen, weil man in... Wobei, das ist dann die Frage, wie... Ja, wie sagst du das am besten? Wie viel Freiheit habt ihr in dem Land? Also kommt ihr da irgendwie hin, seid quasi... Kommt abends an, schlaft, der nächste Tag ist wach, denn der dann irgendwie voll mit irgendwie, keine Ahnung, Meetings und eventuell ein Buffet und dann abends schlafen und am nächsten Morgen direkt wieder fliegen, oder habt ihr auch noch ein bisschen Zeit, eure Zeit selber zu gestalten? Weil die ganze Zeit nur auf Druck irgendwie da sein, ist halt auch kacke. Aber das wird mich halt nicht wundern, wenn es darum geht, dass es halt ein Firmen-Event ist. Sowas werde ich mit meiner Firma gegen Ende des Jahres auch haben. Da müssen wir dann für... wahrscheinlich 4 Tage nach England, was an sich erstmal nicht schlecht ist. Das Problem dürfte aber eigentlich eher werden, dass das halt einfach nicht angenehm wird. Das ist halt wirklich, wie ich beschrieben habe, an einem Abend ist halt Anflug, dann schläfst du. Die nächsten beiden Tage sind anscheinend, laut Aussage von meinem Chef, der das schon mal mitgemacht hat, von morgens 8 Uhr bis abends 10 Uhr einfach nur Meetings. Und dann der 4. Tag, du wachst auf und fliegst danach eigentlich sofort wieder nach Hause. Das ist halt... Popo. Habe ich eher weniger Bock drauf, aber muss man wohl machen. Gute Nacht zusammen, viel Spaß noch zusammen. Ja, dann dir auch eine angenehme Nachtruhe, vieles. Danke fürs Reinschauen und wir schreiben auf jeden Fall die Tage nochmal. Bis dahin alles Gute und tüdelü. So, Löcher, 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 Löcher. Ist ja löcherlich. Brauchen wir nur zur Party gehen. Okay, das klingt erstmal gut. Klingt nach wenig gezwungen und viel Party. Und viel Schnaps. Oh, da ist ein Loch. Oh, warte, hier war ein Fossil, glaube ich, ne? Ja, richtig. Okay. Ich will lieber in den Norden von Nordosten Norwegen. Nordost-Nord-Norwegisches Barbecue. Einfach im Kalten stehen mit Bier und Met pur fressen. Das ist Metal. So, ich könnte mich nochmal unten beim Strand umgucken. Das ist auch nur ein normaler Schmetterling. Ich könnte auch gerade die beiden Schmetterlinge oder den Schmetterling und die Libelle, die ich gefangen habe, wieder verkaufen. Lohnen sich wahrscheinlich auch nicht so richtig, aber dann kann ich mal gucken, was die Dinger wert sind. Bin dabei. Fleisch mit Mettbeilage heißt das. Verzeihung. Du hast natürlich so recht. Aber ja, Fleisch ist halt schon... Kann man machen. Ich wollte verkaufen. Show me what you got. Ich habe einmal einen Schmetterling. 80. Ich habe sowas befürchtet. Und dann versuchen wir die nochmal. Wahrscheinlich auch 80 oder 100. 130. Na gut. Immer noch mehr als die Muscheln, die es unten gibt. Aber deine Preise für deine Rüben kannst du dir momentan halt echt noch sonst wohin stecken, Kollege. Die kriegst du so nicht. Da will ich schon ein bisschen Asche für sehen. So, dann gucken wir mal, was wir beim Lost and Found haben und ob es da irgendwas Schönes gibt. Vielleicht nur Kleidung? Weil so viel Neues dürfte da ja wahrscheinlich nicht sein. Nee. Es gibt eine neue Kleidung. Ah, gut, die verschwinden ja nicht. Da komme ich später sicherlich einfach nochmal wieder und gucke nach, was los ist. Hast du tatsächlich Interesse an Norwegen oder nur wegen der Temperatur? Etnanaki. Ich schätze mal vermutlich an beiden. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist er ja sogar schon ein paar Mal, keine Ahnung, entweder hat er da oben Urlaub gemacht oder war Roadtrippen, wenn man das so sagen kann. Hat er wohl damals gemacht, als er noch jung war. Oh, Korall. Nö, egal. Weißt du, ich kann die Dinger jetzt eigentlich auch mitnehmen, wenn ich eh hier bin. Macht wahrscheinlich mein Inventar voll, aber nee. Egal. Drop it. Okay, den gehe ich einfach mal verkaufen. So viele Bäume, vielleicht soll ich mir doch mal eine Axt holen. Warte mal, hier noch irgendwo ein Loch eventuell. Oder eine Grube oder ähnliches. Es wirkt nicht so. Na gut. Mag die skandinavischen Länder. War schon in Schweden wandern, Norwegen und Finnland stehen auf dem Plan. Ah, okay. Also zumindest in einem Land in Skandinavien warst du. Dann lag ich ja gar nicht so falsch. Nach Finnland will ich auch mal nach Island. Nach Island will ich definitiv auch.
geil, gerade auf Island wäre es eigentlich meiner Meinung nach. Wobei nicht Island, sondern boah, die beiden verwechsel ich immer. Island ist die Insel direkt an England, ne? An Großbritannien. Oder ist das die Insel ganz oben links im Norden? Island oder Island? Island meine ich. Die Insel, die ganz oben im Norden ist. Da würde ich gerne mal hin, tatsächlich. Und es gibt auch Fähren, die dahin fahren. Habe ich schon mal nachgeguckt. Und ich habe mal nachgefragt, wie viel die Dinger kosten. Und das Einzige, was sie mir gesagt haben, ist, wir sind voll. Da war ich traurig. 180, das ist halt nichts. Irland bei Großbritannien. Island ist am Arsch der Welt. Ja, genau, Island war es dann doch. Also Island wollte ich tatsächlich hin. Und Irland, genau, Irland und Island. Ich verwechsel die beiden halt irgendwie immer. Krieg's nicht auf die Reihe, mir die zu merken. Ich will verstehen. Und ob es mit meinen Eltern nach damals fahren war, sehr eher Pain am Winter, würde ich dich echt gerne nochmal hin. Weil dann habe ich bei mir in Irland vorgenommen. Ja, Irland allgemein soll ja eigentlich auch ein schickes Land sein, ne? Also gehen rein theoretisch ja beide. Ups. Eigentlich wollte ich dich verkaufen. Wenn du fragen musst, was die Fähre kostet, ist es nichts für dich. Ja, weil halt auf der Seite von denen stehen halt keine Preise. Aber das ist halt eine Fähre, die halt direkt von Dänemark nach Island fährt. Oder schwimmt, je nachdem. Ich meine, man könnte natürlich auch anderweitig dahin. Man könnte natürlich das Ganze mit einem allgemeinen Trip verbinden, dass man dann einfach von hier über, ich glaube, Marseille ist im Süden von Frankreich. Irgendwie im Norden von Frankreich gibt es eine Stadt, wo viele Fähren losfahren. Von da mit einer Fähre irgendwie nach England, dann Trip durch England, durch Schottland bis nach oben zum Norden. Von da dann mit einer Fähre nach Island, dann irgendwie eine Weile in Island sein, sich da umgucken und sich die Eier abfrieren und dann von da wieder quasi mit der Fähre zurück über Schottland, über England, über Frankreich zurück nach Hause. Das wäre definitiv mal eine Sache, wo ich mir denke, ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Also das könnte man durchaus tun. Du machst doch Space-Raumschiff-Shooter, mal Chorus angeschaut. Ich habe gesehen, dass du es mir geschrieben hast und ich habe es mir einmal angeschaut und dachte mir, ja, okay, das sieht eigentlich ganz interessant aus, aber ich habe es mir nicht näher angeschaut tatsächlich. Einmal die Nordlichter. Seht ihr, die Nordlichter würde ich mir tatsächlich auch mal gerne angucken, ja. Nein, ich wollte nichts verkaufen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ah. Geh weg. Aber das ist auch so eine Sache. Ich glaube, das könnte man dann eventuell, könnte ich das vielleicht mit meinem Camper verbinden. Ich meine, das kostet dann vielleicht ein bisschen was, über die Fähre zu fahren. Aber das kann man ja dann sicherlich auch verbinden. Und das Schöne ist, da oben reden ja, Hilfe, sowieso alle Englisch. Das heißt, Kommunikation geht dann auch. Ich habe das mal geschickt. Ich meine, du hast es mir mal geschickt. Du hast mir das Spiel, glaube ich, mal empfohlen. Der Name kommt mir zumindest bekannt vor. Ich habe die Tage entdeckt zu 80% durch. Oh! Ich habe die Tage Hades entdeckt und ich habe da, keine Ahnung, das Wochenende, keine Ahnung, wie viele Stunden reingesteckt. Also ich habe wahrscheinlich momentan nicht mal wirklich Zeit für andere Spiele. Everspace 2 sagt mir tatsächlich, sagt mir tatsächlich was. Das war doch das mit diesem Raumschiff auch, ne? Nice. Oder war das Everspace 2? Könnte auch Everspace gewesen sein, aber der Name Chorus sagt mir halt auch was. Ist da nicht, ist das nicht das Spiel, wo du in dem Banner quasi diese Frau siehst, die so in deine Richtung guckt? Kann das sein? Geldbaum! Zielen kann ich halt schon hart. Können hinkommen, ja? Ja, dann hast du es mir definitiv mal geschickt. Und ich habe es mir auch mal angeguckt und dachte mir, ja, das sieht gut aus. Aber Zeit. Buri. Vergab 20.000. Ich habe es mir tatsächlich eben auch gedacht, dass... Stimmt, das geht ja nur da, wo es leuchtet. Okay, das mache ich dann morgen. Und dann müsste ich eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme, die Bäume dann überhaupt auszubuddeln. Ich muss ja dann, glaube ich, wirklich weit in die Zukunft reisen. Ja, jetzt nicht mehr, das ist richtig. Aber das ist... Ich habe tatsächlich auch gerade daran gedacht, kurz bevor du es geschrieben hast. Als ich mal relativ viel Geld verkauft habe, war es halt so viel, dass das nicht mehr alles in meinen Ticker hier reingepasst hat. Und ich hatte dann einfach so 30.000 Geldsäcke in meinem Inventar. Und die hätte man dann rein theoretisch ja dann auch verbuddeln können. Und dann müsste da ja was Lustiges rauswachsen. Nein, Libelle. Yes! Nein!
Hallo. Nicht wegfliegen. Oh. Das ist jetzt ein bisschen schade. Hades ist furchtbar. Was sucht dein Hades ist halt echt mega bitter, das ist richtig. Aber es macht halt auch einfach Spaß, muss ich gestehen. Das ist das Bittere an der Sache. Das ist das Schlimme mit diesen Rogue-Lite-Spielen. So beispielsweise auch sowas wie Isaac oder Dark Cells oder beliebiges anderes Spiel aus dem Genre hier einfügen, das mir gerade nicht einfällt. Die sind halt einfach gut. Gungeon beispielsweise auch. Bin dabei, egal wann. Morgen geht's los. Okay. Theoretisch ja, aber ich habe leider meinen Camper noch nicht. Wenn ich meinen habe, dann können wir da gerne nochmal drüber schnacken. Aber momentan ist es, glaube ich, relativ schwierig, Schmetterling normaler. Aber grundsätzlich ja. Und ich habe Nobody Saves the World entdeckt. Richtig gutes Game und hat sogar 2P-Coach-Koop. Was ist Nobody Saves the World? Erkläre es mir in einem Satz, sodass ich mich nicht verlesen kann. Bitte. Nobody Saves the World ist echt super, mag das Konzept. Ah, okay. Kannst du im Inventar dein Geld anklicken und eine Menge rausnehmen? Ja, ich weiß, dass ich in meinem Camper eine quasi die Geldmenge rausnehmen kann. Allerdings hatte ich bis jetzt noch nicht wirklich das Bedürfnis dazu oder den Grund. Aber jetzt wird es sich natürlich anbieten. Weil jetzt habe ich ja genug. Yes, das kommt, das ist super und so belohnt alles. Wie gesagt, erklär's. Ich bin intrigued. Oh, Camper, aha, komm auch mit. Ja, theoretisch schon, aber ich muss halt gucken. Ich darf leider nicht mehr allzu viel zuladen. Ansonsten dürfen wir nur ein paar Leute mitnehmen, ein bisschen Gepäck und alles andere müssen wir unterwegs kaufen. Ich meine, man darf halt nur das Ding bis, oder ich mit meinem Führerschein bis 3,5 Tonnen fahren. Und der ist im Leergewicht halt leider schon bei knapp fast 3. Also es ist halt relativ viel. Ich glaube, das Bettdach hat relativ hart beim Gewicht zugeschlagen. Okay, Gerrit, Björn, Völker und ich machen eine Reise. Willst du sagen, dass ich fett bin? Nein, du bist nur stark beknocht. Hier ist keiner fett. Wir sind alle nicht fett. Wir sind einfach nur alle sehr viel Mensch. Unsere Präsenz ist einfach nur sehr umfassend. Ich finde, das kann man gut so sagen. RPG Dungeon Crawler und du kannst in ganz vielen Formen dich verwandeln und die leveln. Passt das? Schräger Humor und schöner Artstyle. Arztie. Du kommst auch ein bisschen aus Island, ne? Kann das sein? Wir sind halt Metal, darum wiegt... Das ist ein fairer Punkt. Aber es gibt doch auch leichtes Metall, oder? Gibt es nicht Metall, das nicht so viel wiegt? Aluminium oder sowas? Aber wie, macht aber auch Sinn. Ich meine, wir sind kein Aluminium, wir sind wirklich... Wir sind sehr Heavy Metal. Und kein billiges Aluminium. Aluminium ist für Poser. Wir sind fucking angerosteter Stahl. Bitch. Ach, du hast dir schon einen gekauft? Ich habe mir tatsächlich letztes Jahr einen gekauft, ja. Ich wollte oder habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, auch weil ich viele Camper-Videos und so gesehen habe. Und habe mich da mal mit meinem Chef drüber unterhalten. Der hat tatsächlich auch einen, was ich nicht wusste. Und der hat mir empfohlen, ich soll doch mal auf die Caravan-Salon-Messe in Düsseldorf. Das ist eben genau so eine Messe für halt Camping und Camper und Outdoor-Gedöns. Und die war, als er es mir gesagt hat, lustigerweise in der kommenden Woche. Und dann dachte ich mir, boah, kann man ja mal gucken gehen. Weil der hat nämlich seinen Camper oder sein Wohnmobil, was er hat, hat er auch von da. Und da gäbe es halt gute, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Rabatte. Gute Rabatte, wenn du dir da auf der Messe einen bestellst. Und ich habe tatsächlich einen guten Rabatt gekriegt, als ich ihn mir geholt habe. Jetzt muss ich halt nur warten, bis er fertig wird. Weil du hast halt momentan einfach eine ewig lange Wartezeit, bis die Dinger, die du dir bestellt hast, auch da sind oder kommen. Oh, warte, ich kann euch gar nicht fangen. Nein, ich wollte euch nicht einsammeln. Und ja, also theoretisch wurde gesagt, dass mein Camper so ab Mai dieses Jahr fertig sein sollte. Allerdings ist er halt leider noch nicht da. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte vorletzte Woche mal nochmal da beim Verkäufer angerufen und nachgefragt, wie es aussieht. Und der hat gesagt, ja, also eigentlich müsste er bald da sein. Er fragt selber nochmal nach bei dem Anbieter. Und dann würde er mir nochmal Bescheid sagen in den nächsten 2 Wochen. Das ist jetzt 2 Wochen her, also eigentlich müsste ich morgen nochmal nachfragen, was Sache ist.
Weil hätten haben, hätte ich ihn schon gerne. Verwandle dich von einem kunterlosen, konturlosen Niemand in eine Schnecke, einen Geist, einen Drachen und vieles mehr in diesem neuen Action-Rollenspiel von den Schöpfern von Guacamelee. Oh, davon, okay. Ich schwöre bei Gott, ich hasse Mücken. Hier war gerade eine und ich wollte sie zerklatschen, aber sie ist mir entwischt. Garstige Biester. Verschaffung. Schließe Quest ab, um mehr als 15 verschiedene Formen zu entdecken, anzunehmen und zu kombinieren. Mische und kombiniere Fähigkeiten auf unerwartete Weise. Auf unerwartete Art und Weise, um noch anspruchsvollere Quests freizuschalten und zu schaffen. Erforsche eine riesige Welt. Klingt natürlich erstmal nicht schlecht. Schick mir doch mal einen Trailer oder so zu. Oder ein bisschen Gameplay. Irgendwie. Dann gucke ich mir das nachher mal an, wenn wir durch sind. Allerdings Corona-Krieg, keinen Bock. Das heißt, du hast keinen Bock oder die haben keinen Bock, den fertigzustellen. Trifft natürlich vielleicht sogar beides zu. Aber eigentlich sollte er irgendwie fertig sein. Und Aluminium-Head, gute Beleidigung. Apropos Aluminium-Head, kennst du Mushroom-Head? Die sind verhältnismäßig interessant tatsächlich. Ist so ein Elektro-Kombination? Menschen in Kombination, irgendwie sowas in der Richtung? Habe ich mal gelegentlich reingehört. Das ist nichts, was ich auf Dauer hören könnte, aber so gelegentlich reinhören finde ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Kann man mal machen. Und I ready go to town. Ja, bin ich. Tu mal Sachen machen. Und ich bin immer noch Gerrit. Hab's dir in Discord geschickt. Thank you very much. Kann's kaum erwarten, noch ein Spiel zu kriegen, das ich halt einfach nicht spielen kann, weil ich keine Zeit habe, weil ich noch zu sehr in anderen Spielen hänge. Zu viele Spiele. Sind die bei Nelpelm? Könnte interessant sein. Ich glaube, die sind tatsächlich bei Nelpelm, ja. Beim Nepelm. Also ein Game, wo ich komplett die Zeit vergessen habe. Das war halt tatsächlich, als ich mit Hades angefangen habe, auch so. Ich so, ja, ich kann mal reingucken. Und dann habe ich halt einfach, ich habe mir das, glaube ich, morgens um 10 oder so geholt, letzte Woche, an einem, ich glaube, es war am Freitag, und habe halt einfach bis Samstag morgens 3 Uhr durchgezockt. Es war die totale Eskalation. So ein bisschen, als wir damals auch Divinity angefangen haben. Ich bin halt einfach nicht losgekommen. Gut, ich meine, ich war zwischendurch natürlich noch, keine Ahnung, auf Klo, habe was gegessen und so weiter und so fort, aber neben Atmen war da nicht mehr viel andere Aktivität. Schon ein bisschen hart. So, weg mit den Briefen, die ich eh nicht lesen kann. Hinfort! Hui! Und euch mache ich auf. Überraschenderweise Fossilien. Nochmal Fossilien. Schon wieder! Verdammt! Crazy! Stefan hat in Hades, glaube ich, auch nur ein-, zweimal... Ach so, okay. Also ich bin bis jetzt bis zum Chef gekommen. Ich bin auch einmal bis zur zweiten Form gekommen. Ich glaube sogar, zweimal bis zur zweiten Form gekommen. Bin dann aber leider weggestorben. Ist dann immer so ein, eigentlich hätte ich ihn kriegen können, aber ich habe mich dann doch manchmal ein bisschen blöder angestellt. Schon ein bisschen bitter. So, Turnips. 58, nein! Wer will denn für so wenig verkaufen?
Also ich, das einzige Problem, was ich ein bisschen habe, ich werde die Woche wahrscheinlich nicht allzu viel Zeit haben, Hades zu spielen, weil wir halt am Freitag noch Team-Event haben und ich bis dahin mit dem Kollegen noch ein bisschen was vorbereiten muss. Da kriege ich vielleicht mal zwischendurch so eine Runde, vielleicht irgendwie zwei oder so rein, aber meh. Gucken wir mal. Hätte liebend gern mehr Zeit. Zweite Form hat mich so überrumpelt beim ersten Mal, weil ich sie nicht erwartet habe. Ja, das war so ein bisschen, er hat sich dann aufgerappelt für die zweite Form. Ich dachte mir, natürlich, er ist noch nicht explodiert, er brauchte eine zweite Form. Aber ja, jetzt wo man sie gesehen hat, passt es. Und man wundert sich wenigstens nicht mehr drüber. So, und Prost Nanaki. Richtig gutes Zeug. Wasser, Junge. Richtig klares, kaltes Wasser. Weißt du eigentlich, wie gut das schmeckt, Junge? Richtig klares, kaltes Wasser? Wo ist die Libelle hin? Da ist die Libelle hin. Wo ist die Libelle hin? Libelle ist weg! Schweinerei. Wie viel soll denn eine Rübe für dich kosten? Also glücklich war es, als ich habe mir die Rüben bis jetzt eigentlich immer nur für 600 oder höher verkauft. Was mich sehr überrascht hat. Das ist halt einfach ein mega Deal. Weil normalerweise wurde mir gesagt, dass die Rüben eigentlich nur bis 500 gehen könnten. Und das erste Mal, als ich es dann gesehen habe, waren sie halt einfach bei 632. Und dachte ich mir, yo, gegönnt. Und das war dann tatsächlich auch verhältnismäßig häufig. Aber ich wäre schon froh, wenn es irgendwas über 100 ist. Mit über 100 wäre ich schon völlig zufrieden. Aber ich hatte halt bis jetzt entweder unter 100 oder über 600. Dazwischen hatte ich halt nix. Also gar nix. Was halt auch irgendwie krass ist. Sicher Luck-based. Rein theoretisch schon, aber ich hatte bis jetzt halt... ich habe das jetzt mit den Rüben... 4-5 Mal gehabt oder so. Gemacht. Und sagen wir mal, ich habe es 4 Mal gemacht und 3 Mal hatte ich halt... Die Preise über 600 oder drüber. Und klar, es ist natürlich Luck-based, das ist klar. Ups. Aber letzten Endes... Warum ist B Rennen und Aufheben? Aber letzten Endes ist es halt anscheinend gar nicht so selten, wie man denkt. Man muss halt tatsächlich nur ein kleines bisschen Glück haben. Aber es ist halt schon geil. Ich habe nämlich dann, als es irgendwie bei 600 noch was war, habe ich halt einfach... die Bundel, die ich hatte, verkauft und war dann, ich glaube, so knapp 250.000 Bell reicher. Das war halt einfach komplette Eskalation. Ah, es war schön. Feli ist noch da. Ich vermute mal, die Dame ist eventuell in ihrem Bett und versucht zu schlafen und genießt die Animal Crossing-Geräusche im Hintergrund. Machen wir was Besseres. Heiße Zitrone mit Honig. Was mit Malzbier? Oh, ich würde gerne nochmal verkaufen. Kann ich nämlich jetzt wenigstens auch mal den Strand leer räumen? Ja, ich möchte noch was verkaufen. Wenn ich den Strand leer geräumt habe, dann springe ich nochmal auf den nächsten Tag. Das einzige Problem bei den Rüben ist halt leider wirklich, dass wenn man zu lange die im Inventar hat und nicht verkauft, also ich glaube maximal eine Woche, werden sie halt schlecht und sie sind gar nichts mehr wert. Deswegen habe ich auch nicht mein ganzes Geld in die gebuttert. Verschwinde nochmal in den Lurk, bisschen Raumschiffen. Dann Raumschiffe du mal. Ich gucke mir die Spiele nachher auch mal an. Und bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Vielleicht ist es ja wirklich was für mich. Und übrigens, falls einer von euch, der jetzt auch noch zuhört, an dem Wochenende auch irgendwie Bock hat, mal beim Horrorspiel dabei zu sein, noch Ideen hat, was Horrorspiele angeht, die jetzt nicht allzu lang sind, also sowas so um die 2 Stunden wäre halt optimal, dann kommt doch mal gerne in den Discord und gibt mir 1-2 Tipps, was das angeht. Weil wir haben mit den Spielen, die ich habe, sicherlich noch nicht die 12 Stunden voll. Und ja, es wird ein 12-Stunden-Stream. Dieses Mal tagsüber. Das letzte Mal habe ich es über die Nacht versucht. Danke, Dämon. Genau.
In den Discord. Kommst rein, kannst rausgucken. Und wenn jemand Mario Kart zockt, jeden Ende des Monats machen wir so eine Mario Kart Runde. Falls da jemand Interesse dran hat. Just saying. Und falls jemand mitspielt, ich entschuldige mich von vornherein, weil alle hassen mich. Aber eigentlich mag ich alle. Balla balla. Was? Eigentlich, ach genau, ich wollte nochmal zum Strand. Ich wollte den Strand ja leer fegen. Ich Nase. Auf dem Weg vielleicht noch ein, zwei Insekten sammeln, welche, wenn ich welche sehe. Da ist noch ein Loch, da könnte ich theoretisch auch nochmal gerade nachgucken. So. Giroid? Nein, du bist ein Cough Exotic Lamp. How about nein? Eher nicht so. Haben wir wieder ein normaler Schmetterling, die sind nicht interessant. Und hier sind noch ein paar Muscheln. Gut, wenn ich den Strand leer gemuschelt habe, würde ich sagen, gehen wir auch nochmal schlafen und gehen auf den nächsten Tag. Oh, da oben ist ein... Okay. Da kann ich jetzt aber das machen, was Denryu mir geraten hat. Ich packe die hier rein und nehme 30.000 raus. Pflanze die in das Loch. Buri. Und dann haben wir Geduld. Ich meine, wenn man schon jede Menge Geld hat, dann sollte man es natürlich auch sinnvoll nutzen und einfach alles verbuddeln. Und hier scheint nur noch ein... Nee, sind noch drei Muscheln. Ja, okay, die drei Muscheln lasse ich mal liegen. Das, was ich habe, gehe ich gerade schnell verkaufen. Und dann wechseln wir den Tag. Und gucken, welche Abenteuer uns am nächsten Tag so erwarten. Wahrscheinlich niedrige Preise und Müll, der an den Strand gespült wurde. Du bist doch sicher was wert. Nice. Tiger Swallowtail Butterfly. Ja, du sollst es tauschen. Tu mal die... Das hier, den Stuhl. Stuhl so weg. Aber ich bin mal gespannt, wie viel der Schmetterling wert ist. Das ist wieder ein normaler Schmetterling, der ist nicht so interessant. Guten Tag, Herr Nook. Ich habe jetzt aber genug hier. Show me what you got. Ich habe einen Schmetterling. Wie viel ist der denn wert? 200? Also ja nix. Ich komme mir fast abgezogen vor. Also Muscheln rentieren sich halt einfach echt so gar nicht. 1350, okay. Aber wenn man denkt, wie viel ich halt einfach mit Fossilien kriege. Oder mit den Tulpen. Wenn man Glück hat natürlich. Das kann man halt einfach nicht vergleichen. Also ich glaube, Schmetterlinge fangen und sowas macht man zumindest von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach nur um... Keine Ahnung, ich glaube, die kann man auch ins Museum stecken, ne? Gerrit, du hast meine Grafikkarte abgeschossen. Plötzlich war es so still. Was habe ich getan? Ey, wenn ich deine Grafikkarte... Wenn deine Grafikkarte mich einfach nicht aushält, ne? Dann hast du einfach eine schwache Grafikkarte. Fisherman's Grafikkarte. Bin ich zu stark? Ist sie zu schwach? Ganz einfach, Kollege. Du musst mir hier nicht aufreden, das wäre meine Schuld. Wessen Grafikkarte ist das denn? Du hast ja anscheinend einfach nicht richtig trainiert. Muss einfach mit ihr mehr Gerrit gucken und dann lernt die das auch irgendwann, dass sie mich auszuhalten hat. Ganz logisch. So, okay. Speichern und beenden. Und ab zum nächsten Tag. Vielleicht haben wir dann ja doch etwas mehr Glück.
Wie gesagt, ich wäre schon mit einem Rübenpreis über 100 Bells zufrieden. Ich bin ja gar nicht so wählerisch. 30. Was ist denn der 30. eigentlich? Das ist ein Donnerstag. Also ein paar Tage haben wir rein theoretisch noch Zeit, bevor die Tulpen schlecht werden. Und weiß jemand von euch, wie lange es dauert, bis ein Baum wächst? Muss man die Bäume auch gießen? Gibt es eine Gießkanne? Muss am Ende für das Video aber auch analysieren, wie viele Tage du gespielt hast. Ich habe sowieso überlegt tatsächlich, dass man das Ganze vielleicht am Ende so als, keine Ahnung, Grafik oder so darstellt, wie viele Spiele entsprechend wie bewertet wurden von mir. Da hat der Failcode auch so eine kleine Liste zumindest, wie ich Spiele bewertet habe. Wäre an sich ganz witzig, dass man so eine Statistik hat und sehen kann, wie lange man auch teilweise für Spiele gebraucht hat. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Arschaufwand, das nachher dann im Nachhinein irgendwie zusammenzutragen. Aber es gäbe sicherlich dann auch ein sehr interessantes, informatives YouTube-Video, was man kreieren könnte. Aber das ist noch Zukunftsmusik, das wird ja allgemein noch irgendwie Jahre dauern, bis ich da angekommen bin. Ich meinte bei Assassin's Creed auch, wie viele Ingame-Tage. Ach so, das meinst du. Ich dachte, du meinst generell für die Challenge. Kann man das in Animal Crossing denn in-game irgendwie sehen? Oder muss man das separat davon machen? Das war fast der Briefkasten. Sollte der Briefkasten sein. Zwei Briefe? Was? Nur eins? Tuss out. Tuss out. Chill mit Öl. So. Preislooking. Looky, looky. Hoffentlich werden wir looky. Separat durch die Aufnahmen. Oh Gott. Vor allen Dingen kann man dann gucken. Wer und warum? Willkommen, willkommen. Es ist dein Glückstag, hä? Wenn ich Tickets habe, kann ich... Ich habe keine Tickets. Ich würde es gerne tun, aber ich habe keine Tickets. Oder? Ich habe keine 5 Tickets. Wo kriege ich die Tickets her? Wo kriege ich die Tickets her? Boah, okay, das ist ja mies. Der hat... Wo kriege ich die Tickets her? Ich habe keine Tickets. Und ich habe Dinge, die ich verkaufen will. Ja, das ist traurig. Ja, okay. Egal, womit ich rede, du sagst mir, dass du nichts verkaufst. Ich hab's verstanden. Dankeschön. Das war ein ereignisloser Tag. Aber meine Rüben sind noch gut. Das ist schon mal gut. Aber die Lotterie hat mir jetzt halt einfach eiskalt nichts gebracht. Ich habe halt keine Ahnung, wo man diese Tickets herkriegt. Ah ja, okay. Ja gut, dann... Auf zum nächsten Tag. Ich wollte eigentlich jetzt gucken, ob ich was verkaufen kann, aber... Schade eigentlich. Aber auf der anderen Seite kann ich es ja auch verstehen, wenn man halt eine Lotterie hat, dann braucht man in der Regel natürlich immer für sowas Tickets. So als Teilnahme. Da können wir natürlich argumentieren, aber es ist ein Videospiel, das ist doch blöd. Aber auf der anderen Seite, das ist halt... Animal Crossing ist halt auch ein bisschen darauf angelehnt, Dinge realistischer zu machen, schätze ich mal. Wäre es natürlich cool gewesen, wenn ich eine Möglichkeit hätte, mir die Tickets einfach zu kaufen, aber... Ich wüsste nicht wo. Na gut.
Nächster Tag. Erster Siebter. Erster Siebte müsste auch eigentlich stimmen. Ja, ist der Freitag, okay. Okidoki, los, hier geht sie. Vielleicht haben wir heute Glück und es ist keine Lotterie. Das Problem wäre jetzt natürlich, wenn die nächsten zwei Tage noch Lotterie sind, also Freitag und Samstag, kann ich nichts verkaufen und dann werden meine, Rüben schlecht. Der GameCube-Teil von Animal Crossing hatte massiv viele Events, die ab Wildworld alle dann wieder entfernt wurden. Aber warum wurden sie entfernt? Also ich habe in dem Kalender tatsächlich gesehen, dass es jeden Monat einige Tage gibt, die so ein bisschen erleuchtet sind, wo es dann irgendwie verschiedene, ja, wie du sagst, Events gibt, die man theoretisch besuchen kann und wo man Sachen machen kann. Okay, dann kriegt man wahrscheinlich bei der Teilnahme bei diesen Events eben diese Tickets. Das könnte ich mir natürlich vorstellen. Ja klar, das macht auch irgendwie Sinn. Ja gut, hätte ich mal ein Event mitgemacht, ne? Schade. Aber ich war zu sehr mit meinen Rübenaktien beschäftigt. Nein. Ja. Okay, nichts Wichtiges mehr. Ups. Schön mit Öl. So, versuchen wir unser Glück nochmal. Eventuell mal auf YouTube gucken nach den Events. Ja gut, das könnte man natürlich machen, das stimmt. Aber das werde ich jetzt gerade on the fly nicht mehr machen, also nicht mehr heute. Weil in der Regel mache ich so, dass ich bis ungefähr 10 Uhr streame, Pi mal Daumen. Und dann für den Tag Schluss mache, mal ein bisschen länger. Gelegentlich, je nachdem, was gerade läuft. Das könnte ich mir dann im Nachhinein in Ruhe angucken. Und eigentlich will ich mich auch nicht zu sehr über die Spiele spoilern, sondern die so blind wie möglich spielen. 600! Oh, Baby! Juhu! Okay! Here we go! Ich würde gerne was verkaufen, Brudi. Nice! Erstmal den kleinen Scheiß. 5000 ist auch nett. Jetzt habe ich 400er Packs zu je 600. Also je 60.000. Gutes Zeug. Ich bin erstmal glücklich. Sehr gut. Dann können wir jetzt unser nächstes Haus abbezahlen. Und dann gucken, wie viel das nächste kostet. Also wenn ich jetzt raten müsste, kommt danach wahrscheinlich noch eine Stufe und die kostet dann 512.000? Ja, 512.000. Müsste hinkommen. Und falls danach noch eine kommt, müsste sie ja dann quasi 1.024.000 kosten. Wenn die Preise gleichmäßig so steigen. Also Inflation und Häuser, Immobilienpreise, ne? Nicht nur echte Welt wird davon geplagt, auch Animal Crossing. Meine Güte. Ich möchte gerne etwas deposieren. Wie viel möchte ich zu bezahlen? Ja. Thank you very much. Nein, ich bin erstmal gut. Dankeschön. Yes! Ich habe all meine ganzen, meine Schulden abbezahlt. Ich bin komplett schuldenfrei. Gut. Ich glaube, dann können wir jetzt direkt trotzdem zurück zu Tom Nook und dann gibt uns wahrscheinlich den nächsten Preis. Oder muss ich dafür nochmal einen Tag warten? Das können wir jetzt gerade mal schauen, wenn ich hier irgendwie durchkomme. Ha! Richtig gehört. Ein Zikade. Nicht gesehen, aber gehört. Pro-Gamer-Move. Kann ich direkt auch verkaufen. Wenn ich eh schon mal da bin.
Vielen Dank, Gerrit. Welches Mentor mit Temperatur? It was much, so, but it wasn't too hard on your wallet, was it? Ja. War so günstig, du hast es nicht mal bemerkt. Hallo, jetzt treibst du auch nicht in die Höhe. Naja, gut. Es ist... Dieses Mal ist es orange. Ich kann es quasi kaum erwarten. Aber erst möchte ich die Zikade verkaufen. Wie viel kriege ich dafür? 300. Sieht irgendwie nicht so aus, als ob sich das lohnt, meiner Meinung nach. Na gut. Aber dann machen wir jetzt genau das. Wir schlafen nachts und gucken einfach mal, was die nächsten Preise sind. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich 512.000 Belt sein. Und dann müssen wir gucken, dass wir die auch noch zusammenkriegen. Aber wenn wir noch mal ein bisschen Glück mit den Rüben haben, dann sollte das ja auch relativ fix gehen. Bling. Wir werden uns bald wiedersehen. Das denke ich auch. Nämlich am nächsten Tag. Der nächste Tag ist ein... Müsste Freitag sein. Samstag. So, einmal auf den zweiten starten. Willkommen zurück in Animal Crossing. Chuchu, Mutafuka. So. Bitte starten. Ich bin immer noch Gerrit. Ich finde es faszinierend, dass bei ihr so aussieht, als wären ihre Nasenlöcher ihre Augen. Und sie hat einfach tief schwarze Augen. Und wie man weiß, wenn du lang genug in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund irgendwann zurück. Und momentan redet der Abgrund mit uns. Finde ich semi-beunruhigend. So, Briefe sind ja momentan sowieso nicht wichtig. Warte. Aber es ist auch in der Tat ausgebauter als die anderen Häuser tatsächlich. Da habe ich vorher gar nicht so drauf geachtet. Aber wie sieht es denn von drinnen aus? Es ist auf jeden Fall geräumiger geworden. Auch der Keller hat mehr Platz. Okay. Mein lieber Tom. Möchtest du mir nicht sagen, wie viel ich dir jetzt schulde? Außer zu viel. Ich kann es kaum erwarten. Willkommen zurück. Aha, as I'm sure you've noticed, the house is finished. The feast for the work, ja. Extra space, trüdelü. Und vielen Dank für den Follow. Multiline, einen schönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow. Ich grüße dich. Die neuen Kosten sind deine Seele. Dann ist es aber schwierig, wenn ich ihnen halt nichts anbieten kann. Dann werde ich wahrscheinlich immer auf den Kosten sitzen bleiben. Oh! Ha! Das ist ja deutlich weniger, als ich gedacht habe. Ich war davon überzeugt, dass es fast eine halbe Million wird. Aber gut, ich meine, das habe ich ja dann auch wieder fast zusammen eigentlich. Also, fast. Gut, dann kann ich einen Teil schon mal abbezahlen, ein bisschen Geld loswerden, weil Geld ist natürlich schwer. Tragen wir nicht gerne mit uns rum. Danach kann ich nochmal gucken, ob ich Glück beim Rübenjungen habe.
Aber Maltilein, wie geht's dir? Hattest du ein angenehmes Wochenende und einen schönen Montag? Und wenn du dich nicht mit uns unterhalten möchtest, dann wünsche ich einen angenehmen Nurk. Urki Lurki. So. Hi, ich möchte gerne geldlos werden. Kannst du mir dabei helfen? Zu gütig. Wie viel werde ich los? Ah, sagen wir mal so 120.000 kann ich eigentlich schon mal... Also 120 und ein paar zerquetschte kann ich loswerden. Ja, ich glaube, das passt. Dies passt erstmal. Für den Rest kann ich mir dann nachher auch nochmal ein paar Rüben kaufen. Und ich kann... Wobei, gerade regnet es, ne? Ich wollte keinen Brief loswerden. Gerade regnet es, ich könnte nochmal über die Insel laufen. Und ein paar Löcher ausbuddeln. A, das. Und B, kann ich auch mal dafür sorgen, dass ich mein... Grepp und Rainer. Dass ich mein Fangnetz, was ich gerade habe, loswerde. Weil irgendwie hat sich Insekten fangen so gar nicht rentiert. Also ich meine, den Preis von der Schaufel habe ich inzwischen wieder drin. Das ist halt gut. Aber wenn ich mir so angucke, was halt... Löcher buddeln, Fossilien einschicken und mit Rübendealen angeht, das ist halt einfach kein Vergleich. Und hier haben wir ein Fossil. Ein Rentner, ein altes Fossil. Ja. Nein, doch ganz. Und ich meine, ich muss ja sagen, zumindest im Moment... Zumindest momentan ist es ja fürs Ambiente eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also, ruhiger Regen, entspannte Musik im Hintergrund. Das kann Animal Crossing tatsächlich ganz gut, würde ich sagen. So, einmal verbuddeln bitte. Und dann gucken wir nach Zeit nochmal, was für schöne Geldbäume daraus wachsen. Vor allem, wie viel da nachher auch dran ist, das wird mich mal interessieren. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo Löcher sind. Lochis? Hallo? Ich finde es auch interessant, dass wenn man selber auf der Insel nicht wirklich was macht, also beispielsweise hier Unkraut rausreißen, dass die Insel einfach so wahrscheinlich irgendwann komplett überwuchert ist und die eigentlichen Einwohner einfach nichts machen. Alles faule Säcke. Und mir wird es dann nachher wieder angeschrieben, ja, du hast dich nicht um die Insel gekümmert. Und dann kann ich sagen, ihr wohnt hier auch, Leute. Macht euch nützlich. Ich bin nur wegen des Geldes hier. Ja, genau. Einmal hier drüben schauen. Hier ist ein Basketball. Mit dem Basketball kann man doch wahrscheinlich auch irgendwie spielen, wenn man... Oder wie bist du da runtergekommen? Du wohnst doch gar nicht da unten. Und warum geht ihr alle im Regen spazieren? Habt ihr keine Konsolen? Geroid! Cove Squad Nebuloid. Und du bist auch neu. Wer bist du denn? Ich bin der Wirtshaus Franz, du bist Bengel und du redest mich auf Japanisch an. Das ist leider wenig aussagekräftig für meinesgleichen. Ups. Aber lass mich wenigstens die Löcher vor deinem Haus noch zumachen. Nicht, dass du mir nachher noch Klagen an den Hals schmeißt. Bin mir sicher, sowas kann Animal Crossing auch. Wenn es Schulden gibt, gibt es auch Klagen. Und da wir nicht klagen wollen, Löcher zu. Oh, da ist noch eine Stelle zum Buddeln. Geroid? Yes! Mehr komische Geräusche von meiner Bude. Richtig gutes Zeug. Dinge haben echt eine wahnsinnig seltsame, faszinierende Wirkung auf mich. Der hat gerade deinen Tamagotchi beleidigt in Japanisch. Hat er? Ich glaube, ich muss dir doch mal sagen, wo der Hammer hängt. Geht ja gar nichts. So sollte ich mir aber auch nicht mit mir reden lassen. Ne? Also der kann ja nicht behaupten, dass er einfach mit mir reden kann als, keine Ahnung, würde er direkt neben seinem Haus stehen, in dem er wohnt. Und ich bin irgendwie auf seinem Grund und Boden. Was bildet er sich auch ein? Unerhört. So darf man seine Nachbarschaft nicht verkommen lassen. Oh, noch eine Koralle.
Korallen kann man eigentlich auch passabel verkaufen. Bei den Muscheln müsste ich halt erst gucken, welche das sind. Und dann mache ich mir die Mühe erst gar nicht, die aufzuheben. Ich meine, einmal bücken und nach einer Muschel greifen, das ist halt schon körperlicher Einsatz, ne? Kann sich auch nicht jeder leisten. Noch einer. Knorke. So, ist noch was Schönes Du darfst da auch rein. Gucken, ob noch was Schönes gefunden worden ist. Ein paar Sachen, ja. Kleidung und zwei Möbelstücke. Also ich mag ja unsere Number One Kleidung eigentlich gerade ganz gerne, aber vielleicht... Vielleicht ist ja trotzdem ein schickes Ding, was wir da gefunden haben. Wer weiß, maybe. Take it. Und noch das letzte. Ich nehme das gerne, keine Sorge. Ich entlaste dein Gewissen und nehme es einfach mit. Mach dir keine Sorgen. Ist bei mir in guten Händen. Tom Nook, ich habe Ware. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, danke, dass ihr mir Sachen gebt. Gute Leute, ich empfehle euch weiter. 5 Sterne. Beste Polizeiwache. Da ist nochmal eine, ja, ist nochmal eine Zikade, aber die waren auch nur 300 irgendwas. Das ist halt... Lohnt sich ja nicht richtig. Okay, dann werden wir gerade mal ein bisschen Inventar los. Können auch nochmal ein paar Blätter kaufen. Für die nächsten Fossile. Und wir sind tatsächlich voll. Dann verkaufen wir 2 Korallen für 500. Die Kleidung muss ich mir natürlich noch angucken, korrekt. Gyroids verkaufe ich auch auf gar keinen Fall. Die kommen in meine Bude. Nummer 46 Shirt. Ich meine, das ist natürlich auch eine Art, um die 100 verschiedene Kostüme in ein Spiel einzubauen. Man nimmt einfach dasselbe und packt eine unterschiedliche Zahl drauf. Aber wir sind immer noch Number One. Hey! Wer will denn Nummer 46 sein, wenn er Nummer 1 sein kann? Nummer 69 würde ich halt auch noch nehmen, einfach weil nice. Stumpfer Humor ist guter Humor. Wie macht dein Kopf aus 67 eine 46? Meine geistigen Mechanismen sind hoch und komplex. Genau so. Wie gesagt, reden, denken und spielen gleichzeitig ist halt alles drei Dinge, die meine volle Aufmerksamkeit benötigen. Und du siehst, wohin das führt. Genau zu sowas. Was sind das für Sachen? Kitty Wall Robe? Nein. Trainset? Exotic Lamp. Also Kitty-Stuhl kann weg. Ich meine, die anderen Sachen kann man sich ja gerade mal angucken, würde ich sagen. Wir wollen mal nicht so sein. Aber Kitty-Schrank ist so... Es könnte sein, dass das eventuell dieser Blockschrank war, den irgendeiner von den Einwohnern auch in seiner Wohnung hat. Wo einfach sein ganzes Haus sieht wie ein riesiger Spielzeug-Blockkasten. Aber, Moment. War da... Ah ne, es sind Äpfel, okay. Ich sage so, als ob da an dem Baum irgendwie Geldsäcke hängen. Guti, guti, gut. Dann... Laden wir mal gerade unsere G-Roids ab. Totale Alien-Eskalation, ich find's herrlich. Ah, herrlich. Oh, das sind zweimal dieselben nebeneinander. Ja, wobei dieselben brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe auch bis jetzt keine gleichen. Ich sehe gerade, dass 3 Gyroids da hinten in der Ecke irgendwie nicht aktiv sind. Oben links. So 4 sogar. Das geht ja eigentlich auch nicht. Drop. Und den habe ich auch. Drop. Und den habe ich noch nicht.
Aber sind tatsächlich nicht alle aktiv. Da hinten links sind ein paar still. Das finde ich nicht so schön. Kann ich euch anmachen? Ja. Ah, okay. Bin voll. Okay, dann lass mal gerade droppen. Ups. Ich glaube, hatte ich den? Ich weiß gerade nicht. Hatte ich den schon? Ich glaube nicht, ne? Drop. Okay. Der ist aktiv. Drop. Animal Crossing New Leaf gibst du das Outfit von Link als Kleidung. Das ist natürlich auch nice. Das würde mich halt auch gar nicht so sehr wundern, wenn es sowas hier auch gibt. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Ah, Moment. Ich will jetzt zumindest gerade mal meine Bude einigermaßen 50 aufbauen. Lass mal gerade euch alle raus. Droppen. Droppen. Ich habe keinen Platz. Das ist aber ein Riesending. Meine Güte. Droppen. 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 Fantastisch. So. Kann ich dich mitnehmen? Ja. Ich will, dass die alle nach vorne gucken. Das ist jetzt mein Ziel. Drop. Okay, dich habe ich doppelt. Dann stelle ich dich nachher unten, nehme dich nachher mit. Drop. Perfekt. Dich hatte ich, glaube ich, auch doppelt. Ja, tatsächlich. Dann kommst du auch nach hier unten. Drop. Majoras Mask für die Wohnung und scheinbar auch den Helm von Samus und Co. Also es macht natürlich Sinn, dass die bei Animal Crossing, wo es halt sowieso viel darum geht, um zu dekorieren, dass man da viele verschiedene Nintendo-Franchises reinbringt. Einfach so als Fanservice. Das lohnt sich halt schon. So. Allgemein bin ich ja auch tatsächlich großer Fan von sowas. Dass man einfach die Möglichkeit hat, verschiedene Genres miteinander zu verbinden. Deswegen ist halt auch Smash so geil, meiner Meinung nach. Es ist halt nur teilweise etwas schwierig zu spielen, wenn man halt gegen jemanden spielt, der gut ist. Aber das sind ja, was ich auch sehr interessant finde, die Gerüchte von dem neuen Mario Kart. Dass halt das neue Mario Kart auch verschiedene, oder viele verschiedene, aber Spiele miteinander verbinden soll. Das ist halt schon, ja, bitte sehr gerne mehr. Da freue ich mich sehr drauf. Was auch in Monster Hunter, die Kooperation. Ja, stimmt, in Monster Hunter gibt es ja auch so einiges. Da gibt es ja auch verschiedene Kostüme oder ähnliches für deinen, Monster Hunter, schätze ich mal. Oder auch für deinen Begleitungswolf. Oder Hund, oder was das ist. Aber das ist schon ziemlich cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Das ist auch eins von den geilen Dingern. Ah, 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 ah! Du bist mein Favorit. Drop it like it's hot. Okay, da hinten ist noch einer quer. Aber abseits davon müsste ich es jetzt haben. Drop. Ich meine, man könnte jetzt natürlich noch nach Größe, Farbe und so weiter sortieren, aber nein. Also es machen nicht alle Geräusche, das finde ich ein bisschen schade. Naja, aber euch kann ich mitnehmen, denn ihr seid doppelt. Und euch kann ich mitnehmen und dich kann ich mitnehmen, dich kann ich mitnehmen. Ich lasse einfach mal das Trainset lasse ich auch einfach mal hier, weil ich kann. Und weil ich Platz habe. Und den Rest verkaufe ich gerade. Aber so Kooperationen gibt es ja inzwischen auch in allen möglichen Videospielen. Das ist halt vieles, was man sich früher gewünscht hätte. Als es so noch den Konsolenkrieg und so weiter gab. Oder wo halt auch Nintendo und Sony halt die großen Rivalen waren. Und heute hast du halt irgendwie, keine Ahnung, Solid Snake in Smash Brothers beispielsweise.
Weil hast du. Hat man in irgendwelchen Sony-Spielen eigentlich irgendwelche Nintendo-Referenzen oder Kooperationen? Ich kenne mich nämlich jetzt auf der PlayStation-Seite ehrlich gesagt nicht so gut aus, muss ich gestehen. Gibt's da auch sowas wie bei Nintendo? Das wäre natürlich eigentlich auch ganz nice. Aber wie gesagt, das ist halt leider komplett außerhalb meines Wissensbereiches. Selma, finde ich gut. Ich will noch ein paar Sachen loswerden. Das Ding kommt weg. Sodische Lampe 450 ist okay. Was haben wir noch? 250 Bills. Finde ich auch gut. 175 Bells, alles klar. Gut, ansonsten nö, aber ich nehme noch einmal Briefpapier von dem Mitkollege. Und dann schicke ich noch mal ein paar Fossilien weg. Die haben sich nämlich durchaus rentiert. Worum gingen wir im Lurk? Kooperationen bzw. so Crossovers in Videospielen. Du hast halt heute relativ viel, wenn du beispielsweise bei Monster Hunter guckst oder auch Smash, sag ich jetzt mal, dass da halt da viele verschiedene IPs auch von verschiedenen Konsolen irgendwie zusammen in einem Spiel hast. Und sowas gibt's halt auch in Animal Crossing, in dem neuesten, das meinte Nanaki, wo es beispielsweise das Link-Outfit oder den Helm von Samus und so weiter für dich zum Anziehen gibt. Und meine Frage war halt, gibt sowas halt auch auf der Sony-Seite, also auf der PlayStation-Seite, dass es da Spiele gibt, die Nintendo-Referenzen haben oder ganz deutliche, Zeichen, wo man sehen kann, dass es halt eindeutig irgendwie eine Referenz an Nintendo? Oder gibt es sowas nicht? Weil ich hatte ja gesagt, also ich bin halt Sony-technisch definitiv nicht auf dem neuesten Stand, ich kenne mich da halt echt nicht aus. Und dachte, da gibt es vielleicht einen, der im Chat da Bescheid weiß, was Sache ist. Und ich habe anscheinend die Pride-Briefpapiere gefunden. Wieder ein Haufen geisterreiche Briefe ans Museum, einfach weil ich euch so sehr liebe. Und das Spiel kennt ihr. Zuletzt gibt es ein 5-Sterne-Review. Einfach weil ich euch so sehr mag. Wundervoll. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Und ich hab's gemacht. Gab ein Monster Hunter X Final Fantasy Event. Bei Monster Hunter gab es einen Boss aus Final Fantasy und bei Final Fantasy einen aus Monster Hunter. Das ist natürlich auch nice. So übergreifende Bosse ist natürlich auch irgendwie cool. Das wäre halt... Gut, bei meinem Nintendo gibt es so ein bisschen was. Es gibt ja im neuesten Smash Bros. Das kann man ja gegen verschiedene Bosse aus verschiedenen Spielen kämpfen. Aus Kirby, aus Zelda, aus Metroid. Und man kann sogar Bosse spielen aus verschiedenen Spielen. Das kommt halt noch dazu. Was eh immer ein Riesenbonus ist. Drop it. Aber ja, Crossovers sind schon eine schnieke Sache, die mir sehr gut gefällt. Hier gibt es auch noch Kram, wie ich dachte mir, nee. Was ist das für Kleidung? Lass mal gucken. Windsock-Shirt, nö. Chain-Gang-Shirt. Noble-Shirt. Noble-Shirt könnte halt was wert sein, rein theoretisch. Wüsste ich jetzt selber nicht, ob es auf der PlayStation sowas gibt. Ja, okay. Meine, hätte ja sein können, dass du vielleicht mal irgendwie gesehen hast, dass es sowas in der Richtung da gibt, aber wenn es jetzt nicht weiß, alles gut. Alles entspannt. Ich möchte gerne was verschicken. Ja. So, 4 Briefe für ein Halleluja. Bam, 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 bam. Und eins geht noch. Einer noch. Nein, ich habe nur 4. Und das neue Outfit können wir gerade nochmal anprobieren. Wie das Nobel-Shirt aussieht. Wenn man bedenkt, in was für einer Hütte ich jetzt schon wohne, fühle ich mich ein bisschen nobel.
Ha. Das hat irgendwas von Magier. Okay, von Magier-Vati aus The Minish Cap. Ja, doch, ich glaube, das behalte ich. Was man nicht so alles auf dem Müllhalde findet, wa? Cool. Okay. Aber mit einem Blick auf die Uhrzeit würde ich sagen, mache ich jetzt auch erstmal Schluss für heute. Weiter geht's dann am Mittwoch mit weiter munterem. Ja, mit weiter munterem Rübenraten und Dinge ausbuddeln. Und ich gucke gleich noch an, wen ich euch weiterschicken kann. Und ich werde mal dafür sorgen, dass wir dann am Mittwoch schauen, wie sich unsere Geldbäume entwickelt haben. Ich habe hier die Mittel und Wege dazu. Nintendo. Okay. Haben wir gespeichert, finde ich sehr gut. Dann lass doch mal gerade schauen. Oh ja. Der Engmast ist da. Dann würde ich sagen, schicke euch da hin. Er spielt gerade Sheldur. Ich schicke euch jemand hin, der gerade... Welches Zelda ist denn das? Was spielt denn der? Ocarina of Time. Randomizer sogar. Randomizer geht immer. Da macht man, glaube ich, nicht viel mit falsch. Dann reden wir den netten Herren mal. So, Raid beginnen. Alles klar, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine angenehme Restwoche. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, hoffe ich mal, zu weiter spannendem und nervenaufreibenden Animal Crossing Gameplay. Und wünsche euch jetzt viel Spaß bei Engmast, bei seinem Randomizer. Let's play. Bis dahin alles Gute, wir sehen uns. Tschüssikowski. Warte mal. Yo, einfach nur Garrett. Willkommen, mein Lieber. Schön, dass du da bist und willkommen an alle Raider. Was habt ihr so Schönes gemacht? Dann eher eine Freundin beeindrucken. Hallo, liebe Raider. Dunkler Demon, Abend. What's up? Bro, wir spielen Randomizer. Ocarina of Time. Und es läuft richtig soft. Haben weiter Animal Crossing gespielt. Und was ist so dein Ziel in Animal Crossing? Oder was habt ihr so erreicht on Stream? Rando geht immer. Ja, ich habe erst seit neuestem angefangen. Also ich bin voll drauf hängen geblieben, so auf Randos, ne? Macht richtig Spaß. Es ist immer wie, als ob du so ein neues Spiel spielen würdest. Vielen, vielen Dank für deinen Raid auf jeden Fall. Ja, Animal Crossing, ich hab's mal probiert mit Animal Crossing, aber es hat sich so angefühlt, als ob ich so noch einen zweiten Job hätte, so. Schuldenlos werden, hab Rüben für 75 eingekauft und für 600 verkauft. Das ist doch eigentlich ganz gut. Ich will's eigentlich nur durchspielen. Ja, Kappa. Gibt es eigentlich auch Gegner randomized dafür wie in Dark Souls? Jetzt ohne Witz, in Ocarina of Time gibt's sowas nicht, soweit ich weiß. Aber in Majora's Mask randomized gibt's eine Beta dafür. Das auch quasi Gegner gerandomized werden. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber der einzige Grund, warum ich meistens nie mit Majora's Mask spiele, ist, weil ich irgendwie immer noch Leute nach 20 Jahren dort drin spoilern kann. Das ist so krass. Weil der Frankie das einfach nicht spielt. Und da guckt er mir nicht mehr zu, wenn ich Majora's Mask spiele. Ich habe aufgehört mit Rauchen. Sehr, sehr stabil, Bro.